am Samstagnachmittag bei dem schönen Wetter sitzen wir in einer Stube. Was würden wir doch so gern im Wald spazieren, statt uns hier mit geistiger Befreiung abplacken zu wollen, wird auch überbewertet. So ist das Resümee der Dharma-Praxis im Westen, wie ich vor kurzem von jemandem hörte, dass wir ja nicht so meditieren können und so tiefe Versenkungsstufen möglich sind, wie das früher der Fall war. Und dann muss ich intervenieren, denn auch heute noch können wir genauso wie vor 2600 Jahren meditieren. Wir haben mehr Ablenkung, aber wir haben auch mehr unterscheidende Weisheit. Wir alle wollen glücklich sein und leider hapert es uns zu wissen, was uns glücklich macht, und deswegen machen wir ständig Handlungen, die uns unglücklich machen. Es sind nicht die anderen, die uns unglücklich machen, sondern es sind unsere Entscheidungen. Das Erste, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, das war unsere Entscheidung, dass wir hier angekommen sind. Von denen, die nicht hier jetzt sind, sind die Bedingungen nicht dazu da, hier zu sein. Was nicht heißt, dass ich jetzt sagen will damit, dass alle die anderen haben eine schlechte Bedingung, weil sie nicht hier sind. Sie haben einfach nur nicht die Bedingung, dass sie hier sind. Und deswegen sind wir jetzt hier so zusammengekommen aufgrund unserer eigenen Handlung, aufgrund unseres eigenen Denkens, aufgrund unserer Vernetzung, die wir miteinander haben. Sonst wären wir nicht hier. Wir müssen wirklich das verstehen, was Karma ist. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung und gleichzeitig auch von der Abhängigkeit der Wesen, mit denen wir die Ursachen und Wirkungssachen austauschen. Jedes einzelne Wesen ist gefangen in seinen eigenen Störungsgefühlen. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen Zuflucht, dann sollten wir auch wissen, was eine Zuflucht ist und das auch ernst nehmen. Es ist, wir sind auf der Flucht. Wenn man auf der Flucht ist, dann strengt man sich an, zu einem Ziel zu kommen, dass man nicht mehr leidet. Stellt euch vor, die ganzen Leute, die aus Afghanistan oder aus Syrien oder Nordafrika her geflohen sind, glaubt ihr, dass die jemals angekommen wären, wenn die sich dann da auf ihrem Marktplatz in eine Kaffeestube oder Teestube gesetzt hätten und hätten gesagt, ja, also ich will fliehen, also es geht mir hier so dreckig, und dann trinken sie einen Tee nach dem anderen, Monate und Jahre vergehen. Dann sitzen sie immer noch da. Ihr Haus wird zerbombt, ihre Sachen werden weg und sie sitzen immer noch da und trinken Tee. Diese Flucht hätte von keinem dieser Menschen jemals funktioniert. Warum sind sie geflohen? Weil sie in einem Zustand waren, der für sie nicht so war, wie sie es sich gewünscht haben. Zum Beispiel aus Kriegsgebieten. Es war Krieg da und sie wollen in eine friedlichere Situation kommen, in der Leib und Leben geschützt ist. Wenn also Leute jetzt aus der Ukraine hierher fliehen, dann ist das eine Flucht. Wovor fliehen sie? Vor dem Krieg. Wenn wir zur Lehre des Buddhas Zuflucht nehmen, dann fliehen wir vor den Leiden der Welt der Erscheinung. Und dann müssten wir wissen, wie der Fluchtweg ist. Und dieser Fluchtweg wird ganz genau in der Lehre des Buddhas kompromisslos beschrieben. Er erklärt ganz einfach, dass der Prinz Siddhartha, als er den Durchblick hatte, als er zum sogenannten Buddha geworden ist, da hatte er verstanden, was die Ursache des Leidens ist. Er hat nicht mehr andere beschuldigt, sondern er hat gesagt, das Leiden entsteht in unserem eigenen Geist. Und wir verursachen das Leiden durch unsere Handlungen. Und er ist aus dem Palast geflohen, weil sein Palast war nicht bedroht von irgendwelchen Marschflugkörpern oder von der F-35, die die Deutschen jetzt kaufen wollen, oder damals Starfighter, oder von Kanonen der Römer oder sowas. Nein. Davon war sein Palast nicht bedroht. Sein Palast, das dort, wo er gelebt hat, seine schöne Welt, die er hatte, war bedroht von den Leiden von Altern, Krankheit und Tod. Das hatte er erkannt. Und was passiert danach, wenn wir sterben? Das müssen wir uns genau klar machen. Und nicht so tun, ja, und dann werden wir vielleicht wiedergeboren. Und naja, ich bin ja jetzt so ein guter Mensch, ich werde bestimmt als Mensch wiedergeboren, ist doch klar, ich bin auch so toll. Wenn ich in den Spiegel gucke, ne, es gibt keinen besseren Praktizierenden als mich. Und diese ganze Situation, ne, wie wir umgehen, ist leider im Westen extrem verloren. Es steht in allen Texten, überall steht, immer sagen die Lehrer, ja, ne, wenn ein Lehrer kommt, beginnt man dann das, ne, bei dem ersten Block morgens, ne, dann fängt man an mit der Zuflucht. Dann müssen wir doch wissen, warum wir auf der Flucht sind. Das muss uns doch klar sein. Und dass wir dann nicht mehr unsere Macken kultivieren können. Dafür gibt es keinen Raum mehr. Und wenn wir dann allen Glück wünschen und dann ganz bewusst dem Partner, der Partnerin, dem Nachbarn, dem Mitmenschen hier auf dem Platz, jeder, das ist nicht, ich spreche von vielen Ereignissen der letzten Monate, was ich beobachtet habe, wo sich die Menschen gegenseitig gegen Schienbein treten, an einem Dharma-Platz. Und es gibt keinen Platz dafür. Es gibt auch keinen Grund dafür. Der einzige Zweck ist, wir müssen die Ursachen des Leidens in unserem eigenen Geist erkennen. Und wir müssen uns selbst in Frage stellen, was wir tun und machen. Und dann in einer so kostbaren Situation zu sein und mit Khandro Rinpoche diese außergewöhnlichen Lehren, das, was Longchen Rabjam niedergeschrieben hat, wo jetzt Zugriff drauf ist, was übersetzt worden ist, was so grenzenlos kostbar ist, das als intellektuelle Selbstbefriedigung zu benutzen. Wenn es nicht umgesetzt wird, man hört es sich an, ne, das ist wie, wenn man kauft sich Lebensmittel, ne, dann setzt man sich hin, ne, und dann gibt es ein Rezept, wo gesagt wird, so und so macht man zum Beispiel eine vegetarische, wunderbare Pastete. Eine vegetarische, wirklich, ist wirklich absolut lecker. Wir kaufen die ganzen Zutaten, dann kochen wir das Ganze und dann fällt uns ein, na, so eine vegetarische Pastete schmeckt eigentlich am besten, wenn man da noch einen halben Hering reinmacht und noch ein schönes Stück Fleisch. So. Und dann machen wir statt Salz, streuen wir Seifenpulver rein, weil es ja auch so pulverig aussieht. Ja, wir merken ja dann schon, das, was wir uns dann zusammengekocht haben, das ist ungenießbar. Ja, dann verhungern wir. Also erstmal schaffen wir es nicht, ein richtiges Essen zu machen. Und das, was wir gemacht haben, ist ungenießbar. Das würde selbst unser Hund nicht anfassen. Und wir selber natürlich auch nicht. Und dann kommen wir von Jahr zu Jahr immer mehr zu der Überzeugung, dass die Lehre des Buddhas auch nur eine Religion ist und dass man sie auch nicht so ernst nehmen kann und dass es doch wirklich ein Irrtum ist, dass es so etwas wie geistige Befreiung gibt. Es gibt diese feine vegetarische Pastete überhaupt nicht. Das ist asiatischer Aberglaube. Und deswegen lasst uns, wenn wir Unterweisung hören, lasst uns selbst uns dem stellen, was da steht. Und lasst uns versuchen, nicht, dass wir uns und alle, die um uns herum sind, betrügen. Wir geben vor, ne, also wir sprechen die Freudensformel aus, mögen alle Wesen das Glück und die Ursache des Glücks haben. Gut, ne? Was wäre denn die Ursache für die Wesen, ne, des Glücks und Ursachen des Glücks? Was wären sie? Wir mögen alle Wesen das Glück und die Ursache des Glücks haben. Wir können ja nur Glück haben und Ursachen des Glücks, wenn wir selber keinen egoistischen, ich sag mal, Gewalttäter sind. Wenn wir unseren Geist nicht selber verändern, wie sollen dann die Wesen glücklich werden, wenn wir denen, sobald wir raus auf die Straße gehen, in unsere Beziehung gehen, in ein Restaurant reingehen und dann sofort alles zusammenbrüllen und richtig mies behandeln. Wie soll das dann möglich sein? Und dann hier, mögen Sie vom Leiden und der Ursache des Leidens frei sein. Dann gehen Sie so schön, sagen wir mal, in Rheinsberg und Kransee die Straße entlang. Wir sprechen vorher das aus, mögen Sie vom Leiden oder Ursache des Leidens frei sein. Und im Vorbeigehen hauen wir dem mal so richtig eins auf die Nase. So ist unser Verhalten. Das, was ich grob ausspreche, so ist unser Verhalten in der buddhistischen Szene, den fühlenden Wesen gegenüber. Weil wir sie immer betrügen, weil wir nicht Zuflucht nehmen. Wir versprechen ihnen ständig, wir würden ihnen helfen wollen, tun es aber nicht. Und deswegen wird unser Leiden immer mehr zunehmen, statt abnehmen. Unsere Verwicklungen in Streitereien, in Betrügereien, in Vormachen wird einfach zunehmen. Ja? Und dann mögen sie nicht vom wahren Glück, welches ohne Ursache ist, getrennt sein. Das funktioniert nur, wenn wir unseren Geist geschult haben und verstanden haben, was ist da gemeint. Welches Glück, ne, warum soll das ohne Ursachen sein? Ein dauerhaftes Glück, warum soll es ohne Ursachen sein? Das müssen wir verstehen. Und dem müssen wir uns annähern. Und nicht irgendwann. Ja, ich bin karmisch noch nicht so weit. Naja, mein Karma ist noch nicht reif. Pabalapap, das ist Blödsinn. Das ist nur ein Selbstbetrug und wir beweihräuchern uns mit Räucherstäbchen und tollen Worten, die wir rumerzählen und was dann sonst bei uns so abgeht. Und alle sagen, ja, er ist Buddhist, sie ist Buddhist, ja, das sind ganz besondere Leute. Und dann heißt es ja, mögen sie im großen Gleichmut verweilen. Das ist verrückt, das steht da. Mögen sie im großen Gleichmut verweilen, frei von verhaftet, was man mag, und Abneigung gegen das, was man nicht mag. Naja, Leute, wenn man in einer buddhistischen Institution ist, dann sollte man selber Gleichmut entwickeln, Entsagung entwickeln. Ne? Dieses Verhaftetsein, es muss unbedingt so sein, wie ich es will. Und also ich kann die echt nicht leiden. Ich kann den nicht leiden. Der ist so unangenehm. Wie kann man nur so sein? So eine Haltung widerspricht dem komplett. Aber die werden nochmal die 4 Unermesslichen bezeichnet. Ne? Das Bodhisattva-Gebet. Ne? Das Bodhisattva-Gebet wird gesagt, das sind die 4 Unermesslichen. Ne? Hier steht Bodhisattva-Gebet. Was nutzen die 4 Unermesslichen? Was nutzt das Bodhisattva-Gebet? Wenn wir ja noch nicht mal den Anflug haben, das umzusetzen. Das ist eine Berufsausbildung. Der ganze Pfad der geistigen Befreiung ist eine Berufsausbildung. Da lernt man Fähigkeiten und die muss man dann einsetzen. Und da gibt es kein, dass man, wenn ihr dran denkt, wie ihr in der Schule habt, schreiben lernen. Wie viel konntet ihr schreiben, als ihr noch 4 oder 5 wart? Wart ihr schon alle? Also ich nicht, ne? Konnte schon jemand mit 4 Jahren schreiben? Und jetzt schmiere ich lauter Blätter voll. Okay, die meisten Schriften kann ich nachher nicht mehr lesen, weil meine Handschrift so schlecht geworden ist, wo ich dann immer zeitnah dann das lesen muss damit und dann eintippen muss, ne? Weil ich so schnell schreibe, ne? Und mir eine Sauklaue angewöhnt habe. Ja, aber immerhin, letztendlich die Sauklaue, wenn ich mir dann Mühe gebe, ich kann sie dann lesen. Davor konnte ich aber nicht. Und genau so ist das. Vorher konnte ich nicht schreiben, jetzt kann ich schreiben. Vorher konnte ich überhaupt nicht rechnen, jetzt kann ich ein bisschen rechnen. Vorher konnte ich gar kein Englisch und jetzt klappt es ein bisschen. Das ist eine Berufsausbildung. Sie funktioniert genauso wie eine Berufsausbildung. Macht euch nichts vor. Das ist nicht Philosophie, das ist nicht Intellektualisieren. Das ist die direkte Umsetzung. Ich versuche das jetzt mal so an Stichwortbeispielen, wie das im exzellenten Pfad der Erleuchtung heißt. Ne? Wenn wir ganz, ne? Zum Beispiel das Leiden von Samsara, das war eigentlich genau das, worauf ich heute hinaus wollte. Oh, glücklich, das hat gerade geklappt. Und zwar, wenn wir in der Welt des Leidens sind, ne? So viele Leute sagen, ja, sie können sich nicht wirklich vorstellen, Höllenzuständen. Und dann sage ich, das ist so absurd, dass wir uns das nicht vorstellen können. Das liegt einfach nur, dass wir ignorierend über die Aussagen hinweggehen. Also, es gibt Menschen, die sterben, nicht? Wir natürlich nicht, aber die meisten Menschen sterben. Und dann gibt es Kinder, die erzählen aus einem früheren Leben. Und wenn wir sagen, ja, das ist doch alles Glaube und kann man anders, dann guckt euch genug Filme darüber an, wo Reportagen sind. Das sind keine Science-Fiction, das sind nicht Fantasy-Dinger, sondern Begebenheiten. In Büchern niedergeschrieben. Kinder erzählen aus einem früheren Leben. Macht gefälligst eure Ohren auf, hört in eurer Umgebung, wo Kinder darüber reden, was sie im letzten Leben gewesen sind. Wenn wir dann wissen, okay, da gibt es wenn wir nur ein Beispiel in unserem Wahrnehmungsbereich hätten, wo wir sagen können, da hat ein Kind etwas gesagt, was es in einem früheren Leben war. Dann gehen wir hin und sagen, ja, das ist die Fantasie von dem Kind. Hat aber komische Fantasien. Dadurch negieren wir das. Warum ist es so wichtig, aufzuhören, an Wiedergeburt zu glauben, sondern sich Gewissheit zu verschaffen, dass Wiedergeburt so natürlich ist, wie morgens die Sonne aufgeht und abends wieder untergeht? Warum ist das so wichtig? Denn wenn wir keine Gewissheit darin haben, dann ist die ganze Studium, alles was wir machen, ist eigentlich sinnlos, weil es zu nichts führt. Die ganze Dharma-Praxis führt nur zu dem Ziel, wenn wir wissen, wir beißen ins Gras und der Film hört nicht auf. Die Gewissheit müssen wir haben und nicht den vordergründigen Glauben daran. Und machen wir uns das bewusst, ne, dann müssen wir überlegen, kann es sein, dass ein Mensch als Tier und ein Tier als Mensch wiedergeboren wird? Dann müssen wir uns die Innereien ganz einfach nehmen Schwein und dann gucken wir die Innereien vom Mensch. Und dann sehen wir ganz viele der Organe sehen fast identisch aus und sie können sogar manchmal im Menschenkörper benutzt werden, um Körper zu entgiften. Das gab es schon vor 20, 30 Jahren. Dann hat man mit einer Schweineleber den Körper eines Menschen, wo eine Blutvergiftung oder sowas drin war. Die eigene Leber hat es nicht geschafft und dann hat man eine Hilfsleber genommen, die hat dann die Hauptleber entlastet und so wurde das Blut dann gereinigt. Ich weiß nicht, ob man das heute macht, aber vor 20, 30 Jahren, weiß ich, gab es solche Sachen. Und da können wir sehen, wenn es in uns die Organe gibt und dann gibt es sie bei den Tieren und sie sind sehr ähnlich, dann müssen wir davon ausgehen, dass wenn wir wiedergeboren werden, wie sollte es möglich sein, dass Tiere nicht wiedergeboren werden. Und das müssten wir untersuchen. Wir müssen untersuchen, gucken, wie verhalten sich Hunde uns gegenüber. Hunde, die uns kennen, Hunde, die uns nicht kennen. Dann mitzubekommen, welche Gefühle haben Hunde. Freude, Wut, Neid, Eifersucht, Abneigung. Natürlich auch Dummheit, das ist das Problem. Als Tier kannst du keine Bücher lesen. Aber die Grundgefühle sind beim Tier auch. Und das müssen wir untersuchen und nicht einfach oberflächlich drüber gehen. Denn wenn wir oberflächlich da drüber gehen, werden wir nie verstehen, dass Höllen möglich sind. Wieso? Wo soll hier eine Hölle sein? Klar, wenn ich eifersüchtig oder zornig bin, habe ich meine Hölle. Aber ich sehe sie doch nicht. Ich muss lernen, sie zu sehen. Und das kann ich nur, wenn ich dann gucke, ein Hund, bei uns zum Beispiel vorhin, der Hund, der hier zu Besuch war, der hat sich gefreut und die Familie war froh und er war glücklich, ja, also der war auch ganz happy in dem Meditationsraum, der hinten rumgelaufen ist. Okay, dieser Hund hat Glück. Wenn du aber als Hund in China wiedergeboren wirst, wo sie dich an den Hinterbeinen an Baum aufhängen und dann mit einer Gasflamme die ganze Haut abflemmen, wo ihnen bei manchen Hunden, denen wird das Fell bei lebendigem Leibe abgezogen, damit das Fell nicht voller Blut ist. Weil oben ist dann weniger Blut. Wenn sie es durchschneiden würde, würde überall das Blut hinspritzen und das Fell wäre unbrauchbar. Man würde dieses Geklebe dann nicht mehr rauskriegen. Das heißt Untersuchen von Leiden. Dass wir Menschen das Leiden auch bei uns Menschen untersuchen. Wie es den Kindern in My Lai ergangen ist, in Vietnam, da wo die Napalm-Bomben gefallen sind, wo Phosphorbomben gefallen sind, wo Kinder vergewaltigt, zerstückelt wurden und das bei lebendigem Leibe, nicht als Leichen, sondern bei lebendigem Leibe gefoltert, zerstückelt wurden. Das sind dann die Höllen, die wir im Menschenbereich schon mal lokalisieren können. Wir können sie im Menschenbereich lokalisieren. Wir können sie im Tierbereich lokalisieren. Und dann spielt es erstmal keine Rolle, ob wir jetzt wirklich den Ort einer Hölle geistiger Form irgendwo kennen, der nicht für uns vordergründig sichtbar ist. Da reicht schon alleine das Leiden reicht aus, dass es für uns unerträglich ist, dieses Leiden. Aber was machen wir? Wir stecken unseren Kopf in den Sand, angeblich wie der Strauß und Vogel. Wir ignorieren das komplett. Macht er gar nicht? Ich weiß nicht, ob er es wirklich macht. Manchmal sagt man, den Kopf in den Sand stecken wie der Strauß. Vielleicht um den Kopf abzukühlen, keine Ahnung. Aber vom Prinzip her, dass wir den Kopf in den Sand stecken, dass wir einfach weggucken, es ignorieren und dann so leben, es wird schon gut gehen. Ein Scheißdreck wird es. Es wird überhaupt nicht gut gehen. Unsere Situation, wir, die wir damit verbunden sind mit der Lehre des Buddhas, wir sind auf dem schnellsten Weg, in Höllenzuständen. Und wir ignorieren das. Wir glauben das nicht. Und das ist furchtbar. Dass wir denken, wir verstehen das. Würden wir es verstehen, dann würden wir das eben auch empfinden, dass wir die Zuflucht brauchen. Dass wir den Schutz vom Buddha, seiner Lehre und der Gemeinschaft der Realisierten brauchen, damit wir nicht in niederen Daseinsbereichen wiedergeboren werden. Jemand, der erklärt, er ist Buddhist, der muss zuallererst erkennen, dass er selbst im Leiden gefangen ist. Sonst gibt er vor, dann kann er sich in Hollywood melden als Schauspieler. Sie brauchen Schauspieler, die Buddhisten darstellen. Hier, ich bin da richtig gut drin. Dann wird man Schauspieler, dessen Hauptcharakter ist, Buddhist zu spielen. Aber ohne von der Lehre des Buddhas überhaupt berührt zu sein. Wenn wir nicht das Leiden verstehen, wenn wir nicht begreifen, dass wir, wenn wir die Zeit jetzt nicht nutzen, auf dem direkten Weg in die Höllen sind. Und das sind die Höllen, die wir uns unter Menschen und Tieren ausmalen, sind ein Bruchteil von dem, was möglich ist. Aber wir glauben den Lamas und Rinpoches ja nicht, dass es wirklich so echte Höllen gibt. Ne? Kommt da ja wie bei den Katholiken mit ihren Höllen. Das ist nur unsere schiere Ignoranz, die wir haben. Wir kennen die materielle Erscheinung des Menschenkörpers und die materielle Erscheinung des Tierkörpers. Und dann haben wir kein Vertrauen, dass es irgendetwas von einer geistigen Komponente gibt. Wir haben so Gefühle, so geistige Gefühle. Ich fühle da irgendetwas. Aber wir haben keine konkrete Erfahrung in der Regel. Und wenn jemand irgendwo konkrete Erfahrung in dieser Richtung hat, entweder übertreibt derjenige maßlos damit oder er landet in der Klapse. Mittelweg fällt uns da ziemlich schwer. Wir kommen uns dann unheimlich wichtig vor, was wir dann alles erlebt haben. Und wie jemand dann, der tatsächlich spirituell rumgespielt und rumgemacht hat, der dann tatsächlich durch Kundalini-Yoga und Pranayamas geschafft hat, sein Bewusstsein immer wieder vor die Paläste des Götterbereichs zu bringen. Und hat sich immer wieder gewundert, dass er da von den Wachen hinweggekickt wurde. Und dann wollte er es dann irgendwann so machen, dass er dann da oben ankommt und dass er da bleiben kann, hat er sich dann hier so einer kleinen Armbrust, so eine kleine, hat er sich dann hier so einen Stahlpfeil hier durch und der kam hinten raus. Also er hat Glück gehabt, dass der ganz gerade hinten durchging und der hat keine wirklichen Ausfälle. Was er jetzt hat, ist ein absolutes Kurzzeit Gedächtnisverfall, also wenn er was sagt, ein paar Minuten später weiß er nichts mehr davon und er ist jetzt komplett arbeitsunfähig, also er kann gar nicht mehr arbeiten. Ne? So wie wir jemand anders hier aus Rheinsberg haben, der kann sogar noch bei Edeka Sachen ausräumen, das kann er gar nicht, so groß ist der Schaden. Und was wollte er? Ne? Er hatte mir die Geschichte erzählt, an alte Sachen kann er sich erinnern und hat er mir die Geschichte erzählt, dass er eben hier irgendwie Kundalini und Pranayama gemacht hat, so ein Yoga. Und ich weiß, dass das eben möglich ist, dass dann quasi eine Energie im Steißbein hochschießt und wenn der Zentralkanal nicht frei ist, dann schießen die Energien links und rechts irgendwo vorbei und dann kann man das erleben, was er erlebt hat. Da hat er ganz starke Sehnsucht nachgehabt. Kannte eine Frau, bei der sind die Energien hochgeschossen Und sie hat dann hier auf Erden, sie konnte alle Geister und Dämonen sehen, alle diese schrecklichen Gestalten. Und ihr blieb nichts anderes übrig, sie ist in eine geschlossene Anstalt gegangen, hat den Ärzten gesagt, sie sollen sie vollpumpen, sie erträgt das nicht mehr, diese ganzen Wesen zu sehen. Und dieser junge Mann, ne, sagt, ja, ich würde da so gern wieder hin. Da sage ich, das ist so, als wenn du versuchst, bei Königin Elisabeth sich bei ihr ins Schloss rein zu gehen und dann einfach sich an den Frühstückstisch zu setzen. Königin Elisabeth kennt dich nicht, die Wachen kennen dich nicht. Na, dann werden sie dich rausschmeißen. Du hast kein VIP-Ticket, dass du in diesem Bereich landen kannst. Und in den Erzählungen der Menschen, besonders Leute, die mit spirituellen Sachen heftig rumexperimentiert haben, dann hört man von denen witzigerweise, sie beschreiben Dinge, die auch im Buddhismus beschrieben werden, wo sie Abneigung oder Anhaftung, die eine Frau hat natürlich Abneigung gegen Höllen und Dämonen, das kann ich verstehen, ja, und der andere will einfach in diesem wunderbaren, schönen Götterbereich sein und hat aber keinen Zutritt, weil er nicht zum Adelsgeschlecht gehört, weil er hat keinen Zugangscode, die schmeißen ihn raus. Und wir müssen verstehen, und das sage ich wirklich, ne, wenn ihr euch keine Gewissheit verschafft, dass es Wiedergeburt gibt, werdet ihr alles nur halbherzig machen. Und euch brennt es auch nicht. Und dann neigt ihr dazu, eure Neurosen und Macken weiter zu kultivieren. Und da das ja hier auch als Video bei YouTube ist und eventuell andere Buddhisten das hören, ne, dann, das geht dann auch eben besonders auch an die, die eben sehr viel und sehr lange der Lehre des Buddhas gefolgt sind und das Gefühl haben, sie hätten überhaupt, sie haben keine Verbesserung ihres Lebens. Die Lebensqualität ist nicht besser geworden, obwohl sie das so lange machen. Nein, es ist sogar so entstanden, dass sie dann nach 5 oder 10 oder 15 Jahren und so weiter tiefe Frustrationen haben, wo sie dann anfangen, die ganzen Lamas und Rinpoches zu kritisieren und sie anzusehen, dass die Lehrer Fehler gemacht haben, dass sie es falsch gemacht haben. Die haben es uns nicht so beigebracht, dass wir das verstehen können. Ich habe noch nie diesen Grundlagentext irgendwo eingelesen, wo ich immer sage, jeder Hilfsschüler kann diese Grundlagen verstehen. Und je intelligenter wir sind, je verwirrter sind wir in dem Sinne, dass wir sagen, nö, das kann nicht so sein und nö, ich denke mir das anders aus. Wir legen uns diese Sachen zurecht. Wir packen dann eben in die wunderbare vegetarische Gesundheit, in die vegetarische Pastete hauen wir uns 1 Kilo Fleisch rein. Ja, dann wundern wir uns, dass das keine vegetarische Paste mehr ist. Und dann sagen wir, ja, das Rezept des vegetarischen Paste stimmt überhaupt nicht. Denn da habe ich 1 Kilo Fleisch reingemacht und es war keine vegetarische Paste mehr. Und so ist unser Verhalten. Also macht euch sichere Gewissheit davon, dass es wirklich das Leiden gibt, dass es die Höllenbereiche gibt. Macht euch vertraut, dass es diese Höllenbereiche gibt. Und hört auf, euch irgendetwas zurechtzulegen. Hört auf damit. Und hört auf zu kämpfen. Kämpft nicht miteinander. Gesundheit. Sondern wirklich stellt euch diesen Inhalten mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Existenz. Denn diese Chance, wie wir sie in diesem Leben haben, die Wahrscheinlichkeit, sie im nächsten Leben zu kriegen, liegt nahe der Unendlichkeit. Nicht ganz unmöglich, aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir das nicht hinkriegen. Gesundheit. Macht nichts. Da hast du zum Beispiel die 3 nicht heilsamen Aktionen des Körpers. Ne, also wessen Leben du auch nimmst, egal wo du geboren wirst, dein Leben wird kurz sein und viele Krankheiten haben. Das Land, in dem du sein wirst, Gesundheit übrigens, das Land, in dem du sein wirst, wird unbequem sein und tiefe Schluchten sein. Genau. Und andere Hindernisse werden dein Leben sein. Du wirst die Erfahrung von Leiden der drei niederen Daseinsbereiche erfahren. Wenn du etwas von Leuten nimmst, was dir nicht gegeben wird, so wirst du arm geboren werden. Du wirst an einem schlechten Platz sein mit Frost und Hagel. Eben in den drei niederen Daseinsbereichen wirst du dann eben wiedergeboren, zum Beispiel im Bereich der Pretas. Und dann heißt es hier, wenn man einen improper, also einen nicht adäquaten sexuelle Verbindung hast, dann wirst du in dem nächsten Leben mit jemandem verheiratet sein, der hässlich ist und der will die ganze Zeit mit dir rumfeiten. Und du wirst in einem Land wiedergeboren mit salzigen Feldern und, wie heißt das andere, Atalif? Äußerst filzig, also dreckig. Ja. Ja. Und Fäkalien. Fäkalien, ne? Und dann wirst du die Erfahrung von den drei niederen Daseinsbereichen haben. Ne? Und da heißt es, ne, wir müssen darüber nachdenken, dass wir die niederen Daseinsbereiche, die Aktivitäten von Körper, von diesem Tag an, also immer wenn wir das lesen, dass wir sagen, okay, ich mache das nicht mehr. Von diesem Tag an, jetzt werde ich das nicht mehr machen. Ich werde mich diesen Sachen nicht mehr hingeben. Ne? Und das auch ernst nehmen. Ne? Unser Problem besteht ja darin, wir lesen das und denken, naja, eigentlich mache ich das ja nicht. Ach, ich habe noch nie was genommen, was mir nicht gegeben ist. Ne? Die Gefahr, was ich heute Vormittag erwähnt habe, ne? In ganz vielen Dharma-Zentren, wenn Leute dort sind, nach außen erscheint es wie ein Dharma-Zentrum und dann versuchen die Leute dort ein bequemes Leben zu haben. Wie am Beispiel, wie ich das mal hörte, von einem Geschäftsführer, der sich dann mit dem Geld eines buddhistischen Vereines ganz normal, weil er da beschäftigt war, ganz normal eine Wohnung leisten konnte. Also hat er ein ziemlich großes Salär bekommen, dass er sich eine Wohnung leisten kann. Und das ist, unser Problem ist, dass wir denken, buddhistische Einrichtungen sind wirtschaftlicher Natur und nach wirtschaftlicher Natur zu führen. Natürlich müssen wir diesen Betrieb so führen, dass wir die Rechnung bezahlen können. Das ist natürlich wirtschaftlich. Aber wir können da nicht sagen, naja, wir investieren jetzt ganz viel Geld hinein und dann besorgen wir uns Beschäftigte, die den ganzen Tag hier sind und dann alle die Arbeiten machen, für die die Leute dann bezahlt werden. Und da passiert es eben ganz leicht, dass dann in solchen Institutionen sich die Leute dann dieser Sachen ermächtigen, benutzen und dadurch etwas nehmen, was ihnen nicht gegeben ist. Das ist auch nehmen, was einem nicht gegeben ist. Und das hat verheerende Folgen. Wenn ein Verein, der kriegt Gelder, Spendengelder für die, für die Aktivitäten der buddhistischen Lehre, und dann, weil man mal Geschäftsführer war, man ist eigentlich schon lange raus, aber dann gibt es irgendeine Veranstaltung in Asien und dann sponsert dieser Verein, dieser Person, die jetzt nicht in einem Kloster drin ist, sondern quasi stiftet demjenigen den Flug nach Indien. Dann ist das Geld ausgeben in einer Art und Weise, wie es nicht angebracht ist. Denn die Person war ja nicht mehr Geschäftsführer, war nicht mehr aktiv dafür zuständig, diese Institution zu befördern, sondern war einer der vielen Volontäre, die dort dann gearbeitet haben, und, aber eben nicht mehr in diesen Positionen drin. Ne? Und das ist dann wo die Leute, die quasi die Verwaltung machen in buddhistischen Institutionen, sie das eigentlich so ein bisschen so betrachten, als wenn das ihr Privates wäre. Dass sie vom Privat, naja, der ist mir sehr nahe, dem bezahle ich das jetzt. Ne? Der war ja immer hier so im Verein und jetzt bezahle ich dem das. Ne? Das ist, da beginnt die Grauzone. Wir müssen also ganz genau aufpassen, was ist das, was mir gegeben ist und was ist nicht gegeben. Das muss man wirklich im Auge behalten. Denn die Lehre des Buddhas und die Aktivitäten brauchen in der Welt der Erscheinung materielle Bedingungen. Und ich bin wirklich, und ich hoffe, wir kriegen das wirklich alles noch rechtzeitig hin, dass Karmapa hier irgendwann eine Wohnung hat, wo alles so ist, dass er dort unbehelligt nach seinen Vorstellungen leben kann und dass er darüber entscheidet. Und dass dieser Verein vorher, bevor er kommt, dass der Verein vorher alles fertig gebaut hat und dass wir einen Dharma-Lehrer nicht benutzen, um Geld zu akkumulieren. Das ist ganz oft, ne? Da ist ein Rinpoche und dann um den Rinpoche sind viele Leute und dann sind die Leute so eingestellt darauf, ja, wenn der Rinpoche da ist, hast du mehr Einnahmen. Ja, haben wir. Ne? Also wenn jetzt, sagen wir mal, Sanjnepa Rinpoche käme hier zu uns und dann könnte schon sein, dass mindestens 60 oder 70 Leute kämen. Ne? Und wenn man dann noch bitten würde, Ermächtigungen zu erteilen, dann würden wir dann, wenn die sonntagsnachmittags dann stattfinden würden und wir würden einen Obolus dann für jede Ermächtigung nehmen, dann könnten es auch schon mal sein, dass dann 100 oder 120 Leute kommen. Ja, dann nehmen wir ganz viel Geld ein. Und mit einem Rinpoche kann man dann eben sehr viel Geld einnehmen. Weil die Leute, wenn Rinpoche kommt, dann sind sie dann auch bereit, dann viel Geld dafür bezahlen und dann kann man dann eben sagen, ja, wir machen halt jetzt lauter Kurse immer mit Rinpoches und dann können wir es uns leisten, Kredit aufnehmen, dann machen wir die Zimmer für die Teilnehmer schöner. Das ist widersinnig. Dharma-Praxis bedeutet Entsagung. Natürlich sollen die Zimmer nicht wie ein Rattenloch aussehen, ne? Wenn sie schlicht, einfach, sauber und ordentlich ist, muss das reichen. Buddhistische Einrichtungen sollen keine Seminarzentren sein. Das sollen reine Dharma-Unterweisungen laufen. Und das ist, was wir uns eben wirklich merken müssen, ne? Wenn wir müssen uns das ausmalen, ne? Wenn er jetzt hier spricht, ne? Etwas zu nehmen, was uns nicht gegeben ist. Ne? Wenn Spenden an eine buddhistische Institution gegeben wird. Und dann gehen wir immer hin und halten unsere Hand auf, wenn es freies Essen gibt, wenn Party ist, dann gehen wir immer dahin. Und wir versuchen dann, wie wir das früher auch erlebt haben, dass Leute, ja, ich habe kein Geld, ne? Und sie wollen dann an Unterweisungen daran teilnehmen, die ein Kostenbeitrag notwendig ist, jetzt hier bei meinen Sachen nicht, aber wenn du so einen Lama und Rinpoche hast, dann musst du einen Kostenbeitrag nehmen. Ne? Dann haben die Leute gesagt, ja, sie haben zu wenig und die können das nicht bezahlen und dann siehst du nachher die gleichen Leute, das hat man in Berlin mehrfach erlebt, ne? Dann haben sie aber abends im Restaurant gesessen, haben dann Pizza gegessen, haben Wein getrunken. Und damit haben sie etwas genommen, was ihnen nicht gehört. Denn sie haben ja gesagt, sie haben kein Geld und können dann daran nicht teilnehmen, haben aber dann nachher für Bier, Zigaretten und Essen im Restaurant, dafür haben sie dann Geld. Also haben sie die Institution, das was die Lehre des Buddhas ist, betrogen und belogen. Und das bedeutet, so müssen wir das durchforsten, wenn wir den exzellenten Pfad der Befreiung lesen. Wir müssen jeden einzelnen Punkt in unserem Geist untersuchen, ausmalen, was ist damit gemeint und nicht einfach nur runterlegen, naja, kenne ich, dann setzt man sich so hin und sagt, ja, nicht kontempliert man, mal sehen, ist da eine Kontemplationsübung drin? Das wäre dann, ja genau, think I must avoid the three non-virtuous activities of body from this day onwards. Also sobald wir das gelesen haben, geht es darum, dass wir das trainieren, dass wir das wirklich üben. Denn sonst ist so ein Buch ist sinnlos. Nur das Wiedergeben von Worten führt zu nichts. Ne? die vier nicht heilvollen Aktivitäten der Sprache. Wenn du lügst, im nächsten Yuval Slender, was heißt Slender, weiß jemand das? In your next life, other will slander you many times and will always be deceived you. Täuschen. Ne? Also man wird... Also wir werden dann in dem nächsten Leben, ne, wenn wir selber Lügen verbreiten, werden wir das Echo davon kriegen. Also wir werden selber getäuscht und betrogen werden. Ne, also dann heißt das, wenn man hier, ich glaube das heißt, Zwietracht sehend redet, die Visi, würde ich sagen, das ist Zwietracht sehende Rede. Um uns herum, wir werden keine Freundlichkeit erfahren. Und selbst wenn wir Leuten helfen, werden diese Leute zu unseren Feinden. Ja, trennen. Also trennen. Zwietracht. Division, ne? Ja, also trennende trennen, Rede. Ja. Ja. Mhm. Zwietracht sehende Rede. Also trennende Rede. Mhm. Wenn du harte Worte benutzt, das Resultat wird sein, dass du nur unangenehme Rede hörst und alle deine Worte werden unangenehm, ne? Streitlustig sein. Streitlustig sein, ja. Und wenn du in Gossip, also in Gerede, sinnlosen Gerede, Idle heißt glaube ich sogar eitles, ne? Idle. Ja. Was heißt das? Was denn? Eitel. Ja. Nee, eitel, doch? Nee, nicht eitel. Idle, ne, ist eitel, ich glaube. Nee. Also sinnlos eher so, oder? Nee, sowas wie. So bequem oder so irgendwie so komisches. Ja, auf jeden Fall, Gossip wissen wir, das ja, sinnlose Reden. Deine Worte werden nicht respektiert werden und deine Rede wird konfus sein. Ja, und wenn wir in niedere Daseinsbereiche fallen, werden wir nur Leiden erfahren. Und da heißt es, as a result, ne, als ein Ergebnis, denke, I must abandon these activities. Das heißt, ich muss diese Aktivitäten aufgeben. Das heißt nicht, dass ich das in 10 Jahren aufgebe, sondern wenn ich das studiere, und das ist auch das, was Khandro Rinpoche, wo sie erklärt, das Karma, diese ganzen Anstrengungen, die sie unternimmt, wo sie den Leuten erklärt, ne? Da geht es darum, dass sie das tun. Da geht es nicht darum, dass man das verschiebt und sagt, naja, das mache ich dann im nächsten Leben. Im nächsten Leben werden wir das Buch nicht mehr in der Hand halten. Dharma-Praxis bedeutet, wie die Anweisung in ein Berufsleben. Wir kriegen erklärt, wie wir in der Chemie irgendwas zusammenrühren sollen oder wenn wir in der Textilindustrie sind, wie wir etwas zusammennehmen, wie man Faden und so weiter. Das ist genau dasselbe. Es ist, die Dharma-Praxis ist wie eine Berufsausbildung. Wenn wir natürlich immer glauben, es hat etwas mit Philosophien zu tun und wir suchen uns mit aller Kraft Reden und Vorstellungen aus, die in uns selbst Misstrauen und Zweifel und Zögern erzeugen, ja wie soll denn dann die buddhistische Lehre irgendeine Wirkung auf uns haben? Es ist unmöglich. Dann gibt es noch die 3 nicht heilvollen Aktivitäten des Geistes. Ja, da wird es jetzt ein bisschen schwierig mit den englischen Wörtern, die habe ich natürlich nicht alle drauf. If you have a covetous mind. Hä? Covetous, ne? Ja, Kommen, tschüss. Was ist das? Begierde ist es. Ach, Begierde. Also eine Art. Ja. Ne, also wenn die einen gierigen Geist haben, ne, unsere Wünsche werden nicht erfüllt. Und wir bekommen das, was wir nicht mögen. Und wenn unser Geist davon gedrängt ist, Leid zu verursachen, wir werden immer ängstlich und voller Sorgen sein, wenn wir anderen, wenn andere uns quasi, die anderen wollen uns eben dann Schaden zufügen. Ja, wir sind immer damit beschäftigt. Ja, genau. Worrying, Sorgen machen, ja, und so weiter. Und dann, you feel insecure, also wenn man fühlt sich unsicher, ne? Und genau, und tiefe voll in. Und das ist einfach, versucht das mal bei euch selber zu sehen, wie das ist, dass wir natürlich, wenn wir anderen Leid wünschen und immer auf andere auf aggro sind, dann ist es ganz natürlich, dass wir diese ganzen störenden Gefühle kriegen, dass es uns schlecht geht und dass wir Angst haben. Und je größer die Angst wird, mit jedem Mal größer, wenn wir anderen Leid wünschen, weil dieses Wünschen von Leid zeigt in unserem eigenen Geist diese leidvollen Situationen, und dann haben wir natürlich immer Angst, da reinzufallen. Das müssen wir so ernst nehmen, wie es da steht. Da gibt es keine Interpretationsmöglichkeiten. Da gibt es auch keinen Ausreden. Es gibt keinen Umweg darum. Ja, also man kann, oder den dann, ungefähr kann man, wenn ich also das feststelle, dass ich gerade so fearful, worrying und so weiter, dass andere mich verletzen oder unsicher, dann könnte ich ja nachgucken, aha, aber was war vorher in meinem Mind da? Ja, klar. Das ist ein Ding, ne, dass ich gewünscht habe, irgendwann anderen zu verletzen. Also, dass das die Folge ist. Wenn ich die Folgen spüre, dann gehe ich zurück und gucke, ob ich da was gedacht habe in der Richtung. Das ist das, ganz oft werden wir das eben nicht genau finden, was es ist. Das gibt es ganz selten, wo man direkt das schafft. Aber dass man grundsätzlich weiß, wenn man anderen Leid wünscht, dass einem dann das Leiden irgendwann auf eine Art und Weise auf die eigenen Füße fällt, ne? Ich erinnere mich wirklich daran, wie ich früher diese deutschen Krimis gesehen habe, und dann, wir haben Fuchsberger, und die haben dann sich irgendwie da in der Kneipe oder sowas gekloppt. Das ist ja ganz anders, wie das heute ist. Heute sieht das ja actionreich aus, das war ja ein bisschen Schubs und Bums und so, ne? Ich habe mir immer vorgestellt, wie ist das, wenn man jemand mit der Faust ins Gesicht schlägt. Und mit dem Gedanken bin ich über viele Jahre durch die Gegend gegangen, und irgendwann kamen zwei Ereignisse zusammen. Meine Person und eine andere Person, die etwas Ähnliches gedacht hat. Und sie hat mich dann tatsächlich, wenn man es gefilmt hätte, diese Person hatte mich angegriffen. Und ich habe dann auf diese Person eingeschlagen, und ich habe die Person mehr verletzt, als die Person mich verletzt hat. Aber ich habe ja nicht angegriffen. Ich habe ja das Gefühl gehabt, der andere ist schuld. Ein Jahr später bin ich an derselben Stelle gewesen, und da wurde mir bewusst, Horst, du wolltest immer mal wissen, wie das ist, wenn man jemanden ins Gesicht schlägt. Und jetzt hast du die Erfahrung davon gemacht. Und danach bin ich dann noch vorsichtiger. Da kannte ich den Buddhismus zu der Zeit nicht. Habe ich überlegt, okay, ne, wenn ich mir vorstelle, wie ist das, dass man jemanden umbringt? Und dann komme ich nachher in eine Situation, wo ich dann jemanden umbringen muss, glaube es zu müssen, ne, in so eine große Gefahr hinein, dass ich gesagt habe, ja, ich muss auf meine Gedanken achten bei dem, was ich dann mache. Ne? Wie ist es denn, wenn man so, also ich weiß nicht, das war irgendwann vor ein paar Wochen oder so, da hatte ich auf einmal so ein Gefühl, ich kannte das aber auch, dass ich Angst davor habe, dass andere mich, dass ich geschlagen werde. Und sowas her. Also richtig physisch, jemand mich richtig, also es war keine Situation, ne, sondern einfach so eine, wie innen drin so eine tiefe Angst irgendwie, ja, dass ich davor Angst habe, dass mich irgendwer richtig schlecht oder so, irgendwie so eine physisch irgendwie. Ja. Nicht, dass da am Ausmaß ist, aber so ein innen drin dieses zerdeppert werden oder so. Na, das ist ganz schwer zu erklären, weil das kann ganz viel auch Ego-Spielchen, normale Ego-Spielchen sein, wo wir uns quasi unbenachteiligt fühlen, nicht gerecht behandelt fühlen, und dann fühlt sich unser Ego in uns zerschmettert. Wenn wir aber so Vorstellungen haben, dass wir Angst haben, wir werden irgendwann von jemandem zusammengeschlagen, Kieferbruch, Armbruch und so weiter, blaues Auge und so. Wenn wir dann davor Angst haben, dann ist das, da könnte man dann sagen, ja, wir haben selber die ganze Zeit in unserem Geisteskontinuum, wo wir jemanden zusammenschlagen wollen. Das andere ist ganz oft, dass das Ego, ne, also wir fühlen uns benachteiligt, wir fühlen uns von anderen schlecht behandelt. Und dann haben wir, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dann haben wir dann eben diese Gefühle, wo wir uns in Anführungsstrichen innerlich verletzt fühlen. Ne, also da muss man dann aufpassen, dass man da... Meinst du das nicht? Kann ja sein, ich fühle das jetzt und würde ja da gucken. Ja, wenn du innerlich das Gefühl hast, ne, du fühlst dich so innerlich verletzt, so quasi wie, als wenn man dich zusammengeschlagen hat, aber nicht körperlich, sondern auf der mentalen Ebene. Und da kann das ganz oft, ganz leicht das Spiel des Egos sein, dass wir uns ungerecht behandelt fühlten und wir steigern uns da rein und identifizieren uns mit dem, wir sind Opfer, die anderen sind die Täter, ne? Also eben auch speziell auf der emotionalen Ebene, dass dann so etwas da ist. Ne? Und wir haben die Situation ganz oft mit unseren Eltern. Ne? Unsere Eltern behandeln uns, haben uns nicht so behandelt oder behandeln uns nicht so, wie wir erwarten, wie unsere Eltern uns zu behandeln haben. Und wir hadern ganz lange damit. Dann fühlen wir uns, ne, wie ein Baby im Bett. Ne, und wenn Vater daneben schreit und sagt, steht dann, dieses Ding da wollte ich ja nicht haben oder ich wollte einen Sohn haben und das ist hier eine olle Schlampe, sowas will ich nicht haben. Ja, natürlich führt das zu emotionalen Verletztheiten. Und wir, die, wenn wir in unserer heutigen Zeit, gerade in unserer westlichen Kultur, haben wir diese Art von Folter Eltern den Kindern gegenüber sehr häufig. Und das gab es in der Art und Weise nicht so sehr in Tibet, speziell aber natürlich in China, wenn du als Frau wiedergeboren wirst. Ne, die Chinesen haben ja das Problem, sie haben eine Überzahl an Männern, ne, und sie haben immer weniger Frauen. Sie können sich also gar nicht mehr so vermehren, wie sie das gerne würden. Ne? Und das gleiche Problem ist in Indien, dass dort die quasi immer die Männer bevorzugt wurden, ne? Und die Männer dann im Mittelpunkt stehen. Und da leiden natürlich die Frauen auch sehr drunter. Das ist auch zu verstehen und es zeigt, wie barbarisch unsere Gesellschaften sich überall entwickelt haben. Ne, aber wenn wir jetzt einen Körper haben, und es geht hier wirklich nur, ich spreche hier nicht von allen Menschen draußen, sondern ich spreche hier wirklich von den Menschen, die Zuflucht zu Buddha, Dharma und seiner Lehre genommen haben. Ab dem Tag, wo wir Zuflucht genommen haben, müssen wir verstehen, dass wir das nur können, weil unsere Mutter uns diesen Körper gegeben hat. Und sie muss nicht nett zu uns sein, sie muss nicht hilfsbereit sein. Sie hat uns diesen Körper gegeben, wie ich oft auch in der Mittwochsmeditation sage. Wenn dieser Körper, den wir haben, einfach nur in der Babyklappe abgelegt wurde und die Mutter ist davongerannt, spielt überhaupt keine Rolle. Immer hat die Mutter uns den Körper gegeben, auch wenn wir dann bei Pflegeeltern oder Pflegeeinrichtungen aufgewachsen sind. Es spielt keine Rolle. Unsere Mutter hat uns den Körper gegeben und niemand anders. Dass er nicht verkommen ist, ne, das hat man natürlich als Kleinkind, gibt es dann eben Pflegemütter, Pflegeeinrichtungen, ne, aber die pflegen den Körper, dass er nicht kaputt geht, aber da ist der Körper. Ne. Und das ist auch manchmal die Überschätzung der Pflegeeltern, ne, das ist auch eine irrige Ansicht, ne, wenn eine Mutter ein Kind in die Welt setzt, ganz oft haben wir die Situation, dass Mütter oder Frauen müssten Kinder in die Welt setzen, was sie nicht beabsichtigt haben, wo sie zum Beispiel in Südamerika, wo dann hieß, Verhütungsmittel sind verboten, dann mussten immer mehr Kinder entstehen, die kriegt man kaum ernährt und so weiter. Und das dann, ne, wenn man dann Verhütungsmittel, wird dann gesagt, das mag der liebe Gott nicht und lauter solche Sachen. Das ist eine barbarische Gesellschaft. Diese Gesellschaft kennt keine Humanität und keine Nächstenliebe. Ne? Das, was da ist Mitleid, und Mitleid hat immer etwas mit Hochmut und Stolz zu tun. Man steht über den anderen, man mitleidet, ja, ich habe Mitleid mit dir, aber da ist kein Empfinden, ein Mitempfinden für diese andere Person, der es eben schlecht geht, ist eben dann nicht da. Also bitte bedenkt, das, worüber wir hier sprechen, bezieht sich auf die Personen, die Zuflucht genommen haben. Wenn wir Zuflucht genommen haben, dass wir die Konsequenzen draus ziehen, dass wir das ernst nehmen, wenn die Übungen da stehen. Was nutzt es uns? Ne? Wir lesen das Buch 2, 3, 4, 5 Mal und wir üben es nicht, sondern sagen, na, ich bin noch nicht so weit, ach, oh, bisschen langweilig, geht man drüber hinweg. Das ist ein Übungsprozess, das ist ein Übungsbuch. Wie man in der Schule so ein Übungsbuch hatte, da war dann ein B davor und dann musste man eine ganze Zeile lauter B, 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 A, C, 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 C und 1 und 1 und 1 und 1, bis man dann einigermaßen einschreiben konnte. So ist das hier auch ein Übungsbuch. Es ist ein Schulungsbuch, wie in einer Berufsausbildung oder wie in einer Schule für Allgemeinbildung. Das Prinzip ist das gleiche, Lernen. Dass man dann zum Beispiel weiß, in welchem Lexikon man nachgucken kann, wenn man wissen will, welche Stadt hat welche Hauptstadt. Dann gibt es ein Alphabet, da schlägst du nach. Und genauso ist es bei der Dharma-Praxis. Willst du gerne wissen, was die Ursachen deines Leidens ist, guck auf deinen eigenen Geist, hör dir die Unterweisung an und sieh, ob diese Unterweisungen Sinn geben, überprüfe sie im eigenen Geist. Ne? Und wie kann man das? Ne? Ihr kennt das aus vielleicht mehr oder weniger. Ne? Vielleicht kennt ihr das mehr oder weniger auch aus eurem Bekanntenkreis, ne, wo es dann Leute gibt, die dann sagen, ja, die und die mag ich nicht. Und dann gibt es Leute, die versuchen dann immer irgendeine Person schlecht zu machen. Diese Person in dem Augenblick, wo sie andere schlecht machen, steht sie selber schlecht da. Ne? Als wenn ich jetzt hier mit Heiko tuschle und dann sage, ey Heiko, die Konstanze ist doch echt bescheuert, wa? Ja. Und dann, wenn wir das sagen, dann leiden wir, indem wir denken, wir würden nicht leiden. Aber es bedeutet, wenn wir das machen würden, hätten wir Angst davor, wenn wir dann irgendwo sind, na, wenn wir jetzt rausgehen, na, und sagen die dann, Heiko und Horst, die sind eigentlich doof, ne? Und dann immer, wenn man irgendwo vorbeikommt, dann tuscheln sie und dann sind sie ruhig und dann gucken sie die Leute nicht an. Ihr kennt das aus eurem Arbeitsbereich. Ne? Ihr habt das garantiert schon irgendwo in der Beobachtung erlebt. Ne? Und vielleicht auch euer eigenes Verhalten, ne? Wie man sich verhalten hat. Und das ist Dharma-Praxis. Diese Übungen, das, was da steht, nicht als ein theoretisches Runterrattern von Übungen, die aus Asien kommen, sondern jede einzelne Übung hat direkt etwas zu tun, so als würde man zum Beispiel Querflöte spielen lernen, dann muss man wissen, wo man welche Finger hochnimmt, wie man pustet, ob man ganz gestockt pustet oder schwingend pustet. Ne? Man merkt es, ob jemand Talent mit der Querflöte hat oder nicht, das kann dein Nachbar da sagen. Seine Kinder spielen Querflöte. Ne? Dann, wenn jemand irgendeine Fertigkeit hat, dann sieht man, derjenige muss geübt haben. Der übt und dann wird es eben immer besser. Und das müssen wir lernen, dass die Dharma-Praxis hat nichts mit Theorie zu tun. Und selbst Abhidharma gibt uns nur ganz präzise die Auflösung aller Erscheinungen in dem Sinne, wo die Gefühle, wie die Sinnesorgane funktionieren, was wie zusammenhängt, wie die Funktion ist von äußeren Objekten bis zum Bewusstsein und so weiter. Und das brauchen viele Leute am Anfang, dass man sagt, man kann das, ne, zum Beispiel jemand, der Buddhismusprofessor sein will an der buddhistischen Universität, der muss das Abhidharma studieren, damit er den Zuhörern genau beweisen kann, analytisch beweisen kann, wie die Verbindung von äußeren Objekten zum Organauge, zum Bewusstsein, ne, das man hat, das Sehbewusstsein, wie das funktioniert, das wird sehr präzise und sehr genau da drin erklärt. Der Text selber von Vasubandhu, glaube ich heißt er, der hat diesen Text, den gibt es so richtig in Versen. Die Verse versteht man nicht so, dann braucht man jemanden, der das dann auch verstanden hat, der einen Lehrer hatte, der ihm das erklärt hat. Und für unsere Praxis, um unser Leid zu überwinden, sind diese Studien nicht notwendig. Für unsere Praxis ist es notwendig, dass wir das, was wir hören, direkt in unserem Geist umsetzen. Nicht irgendwann, sondern wenn wir es hören, darüber nachdenken. Immer wenn ich das lese, dann überlege ich, ja Horst, zähme dich mal in den Worten, jetzt so, wenn ich Gossip auch so rede. Ja, ich gebe zu, noch vor 10, 15 Jahren, da habe ich mich manchmal echt in wirklich beschissenen Gossip hineinziehen lassen. Nicht durch die anderen, ich bin dem Sog erlegen, dieses mitzumachen, im Hintergrund so auf eine Art so schon das Gefühl zu haben, naja, ist nicht so korrekt, ne? Und dann irgendwann mich entschlossen habe, nein, das will ich nicht mehr. Manche leidvolle Tendenzen können wir nicht sofort sein lassen, weil wir die Gewohnheit haben. Dann geht es aber darum, dass wir das sehen, dass wir die Gewohnheit haben. Also wir müssen lernen, diese Gewohnheiten von leidvollen Handeln im eigenen Geist zu sehen. Denn wenn wir sie nicht sehen, können wir sie auch nicht überwinden. Und wir sollten uns auch niemals schämen, wenn man so denkt, ah, naja, da habe ich ja einen schön übertrieben, ich hätte es unheimlich drauf, oder naja, da habe ich dann echt so geredet, dass jemand anders scheiße aussieht und ich habe über den schlecht geredet oder ich habe echt blöde Witze über Afrikaner oder über Frauen gemacht oder Ostfriesen und so weiter. Naja, also es ist eigentlich nicht, es ist zwar lustig, aber es ist leidvoll. Also wenn die Leute das hören, die werden das nicht lustig finden. So, ne? Und das ist, wo es darum geht, es erstmal zu erkennen. Und wenn wir es erkennen, dann haben wir nochmal, selbst mir passiert bei bestimmten Witzen, wo ich dann lachen muss, wo ich dann sage, Horst, da gibt es eigentlich nichts zu lachen. Und schon viel, kann ich mich dann nicht zusammenreißen und finde dann irgendeinen Witz, wo ich dann, dann nicht anhalten kann. Klaus hat jetzt einen Witz erzählt, aber den kann man erzählen. Er sagte, ja Doktor, immer wenn ich dahin steche, habe ich Schmerzen. Wenn ich dahin habe ich Schmerzen. Wenn ich dahin steche und da tut es weh. Und da tut es weh. Überall, wo ich hinsteche, tut es weh. Und dann sagte er, du hast einen gebrochenen Finger. Das ist jetzt ein harmloser Witz. Ne? Aber ich fand ihn trotzdem lustig. Ne? Und Klaus kann ihn natürlich viel besser erzählen, als ich den erzählen kann. Und er ist ganz harmlos. Ne? Wo man hat sich den Finger gebrochen und denkt, es tut so weh, Und man kriegt nicht mit, dass der Finger gebrochen ist, sondern denkt, man hat einen Arm oder überall Aua und es ist nur der Finger. Und ich fand den schönen Witz. Das ist ein stubenreiner Witz und den kann man Kindern erzählen, ist nicht so peinlich. Ja, ne? Und das natürlich zum Beispiel, da bin ich Dzogchen Khandro Rinpoche immer wieder dankbar, wo er gesagt hat, die jungen Novizen, die Mönche und Nonnen, wenn die ganz jung ins Kloster kommen, diese Kinder, die sollen sinnlose Dinge tun. Warum sollten auch wir manchmal trotz der Dharma-Praxis sinnlose Dinge tun? Damit unser Geist nicht verhärtet. Wir werden dann so starr und steif. Ne? Und deswegen ist eine gewisse Loslassen, ist wirklich manchmal vonnöten, dass wir wieder einen neuen Blick darauf werfen können. Und die großen Lehrer, die ich auch erlebt habe, natürlich haben die wirklich magische Fähigkeiten, wo eben auch der 16. Karmapa ganz oft Leute in sehr komische Situationen reingebracht hat, wo dann alle gelacht haben, ne? So eine Situation, und es ist wirklich die Fähigkeit, aus einer Situation etwas Konstruktives zu machen. Einmal war eine ganz große Gruppe von tibetischen Flüchtlingen in Rumtek im Kloster beim 16. Karmapa und alle haben erzählt, wie sie gefoltert wurden, wie sie ihre Kinder verloren haben. All dieses schwere Leiden. Und der 16. Karmapa hat sich alles angehört, was sie gesagt haben. Und dann fing er auf einmal an, schallern zu lachen. Er hat so gelacht, dass alle dann mitlachen mussten. Denn das Leiden, was sie dort erlebt haben, das ist eigentlich vorbei. Und daran anzuhaften und dann weiter zu leiden, das hätte denen nicht geholfen. Also hat er etwas scheinbar Sinnloses getan, was gar nicht in unserer Vorstellung zusammenpasst, dass er einfach schallend losgelacht hat. Und dadurch war die ganze Situation für die Leute entspannt und sie sind erleichtert dann danach rausgegangen. Wenn wir festhalten daran, wie schlecht wir von unseren Eltern behandelt worden sind, leiden wir. Und wenn wir darüber lachen und sagen, naja, dass meine Mutter wurde, dazu brauchte es nicht viel. Da ist irgendein Mann angekommen und dann war sie schwanger. Dann hat sie mich 9,5 oder 10 Monate unter ihrem Herzen getragen. Jetzt habe ich den Körper und alles, was zwischen meiner Zuflucht und dem, was damals geschehen ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist vorbei, das Leiden, ne, vergessen. Und wir halten uns an den alten Sachen nicht fest, sondern bleiben in der Gegenwart und versuchen in der Gegenwart immer das Beste zu machen. Festzuhalten an alten Sachen hilft uns überhaupt nicht. Unsere Situation verbessert sich nicht dadurch. Also versucht wirklich so etwas zu euch selbst zu entwickeln, von Weichheit, humorvoll, mit sich selbst zu sein und auf der anderen Seite das Bemühen nicht nachzulassen. Ich habe jetzt besonders ein Wort benutzt, bemühen, ja, aber nicht anstrengen, sondern Mut, bemühen heißt auch, ne, bemühen, Mut, die Kraft aufzuwenden, etwas zu tun. Bemühen, man bemüht sich, man wendet Kraft auf. Warum? Warum machen wir das? Weil wir gehen humorvoll, wir gehen locker mit uns um, wir haben Mitgefühl und wir bemühen uns. Wir machen keine anstrengende Praxis. Ich sage euch, in über 30 Jahren, ich habe niemals anstrengende Dharma-Praxis gemacht. Deswegen kann ich, wie so in einem Film eine Tänzerin, ne, die da hat sie irgendwie Knieprobleme und diese Probleme. Und dann sagte dann ihr Mann, ja, sind diese Schmerzen, ist das wirklich wert, eben da für den Tanz solche Schmerzen auf sich zu nehmen? Und dann sagte die Frau, ja, für sie ist das wirklich wert, weil sie gut tanzen will. Sie will richtig lernen und dann gibt es eben Situationen, wo Sehnen, Gelenke oder sonst was wehtun. Ne? Und ich, der ich ja auch kein Freund vom Sport bin, ich habe nur arbeiten gelernt, aber ich bin kein Freund von Sport und sportliche Anstrengungen ist echt nicht meins. Ne? Mal ein bisschen Spieler, mal ein paar Tischtennis, ein paar Kugeln durch die Gegend oder ein paar Federbälle, ja, ne? 2-3 Mal hinterm Ball getreten, okay, ne? Aber ganz kurz mal schnell über den Platz diagonal gelaufen, das geht auch noch. Ne? Aber hier zum Beispiel zu sagen, ja, ich laufe jetzt einmal nach Menz und zurück, ne, so 5 Kilometer, vielleicht nicht im Dauerlauf oder wie nennt sich das andere, Jogging, ne? Also so Joggen, nee, das ist nicht meins, das ist viel zu anstrengend und ich habe dann das Gefühl, ich habe da Zeit vergeudet, ne? Ich bin irgendwo hin und her gelaufen. Und da passiert nichts. Ne? Wenn ich hier diagonal über den Platz laufe, dann renne ich von der einen Arbeit zur anderen. Okay. Ne? Und daher, Anstrengungen ist nicht meins. Und die ganze buddhistische Lehre, so wie ich sie von den vielen Lehrern mitbekommen habe, ist an sich nicht anstrengend. Sie ist nur dann anstrengend, wenn ihr euch vorstellt, ne, ihr kriegt morgen als Aufgabe, ihr müsst Russisch lernen, obwohl ihr überhaupt keine Lust habt, Russisch zu lernen. Ihr werdet verpflichtet, Russisch zu lernen. Und dann müsst ihr euch hinsetzen, Woche, um dann diese Schrift und diese Sprache zu lernen. Dann ist das anstrengend. Wenn wir aber die Motivation haben, dass wir wissen, aha, ich weiß genau, warum ich das mache. Mein Ziel ist, die Ursachen des Leidens in meinem eigenen Geist zu überwinden, dann hat das nichts mit Anstrengung zu tun. Das kann gar nicht anstrengend sein. Das ist so, wenn ich irgendwo einen Dorn, einen Splitter drin habe und ich den Splitter rausmache. Bei dem Splitter rausmachen habe ich noch nie Anstrengung empfunden, sondern immer nur Erleichterung. Je mehr der Dorn aus der Haut raus war, je erleichterter wurde das. Also es war nicht anstrengend. Und wenn ich daran denke, wo ich eine Zeit lang quasi, was habe ich denn, wie bin ich denn da rumgelaufen, weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte meinen Innenmeniskus, der war kaputt und er wurde dann operiert. Und dann, ja, es war anstrengend mit den Gehhilfen, weil ich das ja noch nie damit rumgelaufen bin. Das war am Anfang anstrengend, aber da es dann nicht mehr geschmerzt hat, war zwar die Übung, das dann hinzukriegen, das war scheinbar anstrengend, aber es war mehr das Bemühen, warum habe ich mich abgemüht, damit ich nicht mehr so viele Schmerzen habe. So sollten wir die Dharma-Praxis verstehen, dass sie etwas ist, was bei jedem Mal, wenn wir uns damit befassen, unsere Lebensqualität besser wird. Sie wird besser. Selbst wenn die Anfeindungen von außen zunehmen, weil wir ja uns die ganze Zeit bemühen, Gewahrsein und Offenheit zu haben, ist es egal, welche Probleme im Äußeren sind. Ja, wir gehen durch Situationen, Beziehungen enden, die wir nicht geendet haben wollen, wo wir sagen, ja, wir wollen gerne, dass das so bleibt, dann bleibt es nicht so. Natürlich ist das nicht angenehm. Aber es ist anders, als wenn eine Beziehung auseinandergeht und wir keine Dharma-Praxis haben, wenn wir keine Möglichkeit haben, dann ist es furchtbar, entsetzlich und es tut weh. Und die Lehre des Buddhas ist immer eine Medizin. Sie ist immer, dass sie das Leben vereinfacht. Das, aber wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir hier das tun, was sieht schön aus und hoch. Longchen Rabjam Trimme Öser 1308 bis 1364. Der ist nur 54 Jahre alt geworden und hat so viele Texte geschrieben, die so einfach erklärt sind, dass sie direkt anwendbar sind. Es ist nicht, wenn ihr, ja, manche deutsche Übersetzungen, wenn ich daran denke, die Übersetzung Juwelenschmuck der Befreiung von Gampopa, dieses Buch, das wurde von Herbert von Günther ins Deutsche übersetzt. Das war eine Katastrophe, weil es die ganze Essenz, das was die Lehre des Buddha war, total anstrengend. Und dann haben andere Leute, die mit Gendün Rinpoche zusammen praktiziert haben, sie haben dann dieses Buch ganz neu übersetzt. Und die neue Übersetzung, die, da merkt man, da war der Lehrer dabei, Gendün Rinpoche, und das wurde dann mit ihm zusammen, wurde das dann übersetzt. Da ist auch was Besseres rausgekommen. Ganz oft hast du, besonders in Amerika, muss ich wirklich sagen, dass die Amerikaner, die müssen wirklich extrem viele richtig gute Übersetzer haben. Die haben natürlich zum Teil auch richtige Akademikertitel, zum Teil Professoren und die dann irgendwo Doktorarbeiten und so geschrieben haben. Aber du merkst, also in den Übersetzungen, kriegst du mit, dass sie das, wovon sie reden, verstanden haben. Und das ist so ein bisschen, was bei uns im Westen, also in Europa, speziell in Deutschland, mit was ich kann ja nur das von Deutschland letztendlich beurteilen. Wir halten die Lehre des Buddhas zu uns objektiv auf Distanz, damit wir ja nicht davon berührt werden, dass wir zwar wissen, was die Lehre des Buddhas ist und dass wir damit angeben können, wie viel wir davon studiert haben, aber sie verändert uns nicht. Ja. Ja, mit den Übersetzungen, ich weiß ja nicht, ob wir das, also wir waren ja ein bisschen in Berlin und Wolf hat jetzt einen Zugang gefunden, indem man sich das bei Google reingibt, ja, und dann wird ihm das vorgelesen, weil er sagt, sonst war das mit dem Englisch so schwierig und jetzt war er ganz glücklich, hat er ganz viel die Texte studiert. Sagt, hat vorgelesen bekommen, braucht man nicht selber lesen. Egal wie die Übersetzung ist, auch für ihn ist es nahe gekommen. Ja, ja. Ne? Aber das ist eben, das ist das Wunderbare. Wir leben heute in einer Situation, wo quasi die Lamas und Rinpoches kommen in unsere Wohnung rein. Wir müssen nicht mehr zu ihnen gehen. Also ganz oft, gerade in den 80er Jahren war das, so oft haben dann bei Leuten privat, haben Linienhalter übernachtet. Das gab es in Asien überhaupt nicht. Ne? Jeder konnte in der Albertstraße Tashi Rinpoche, Jamgon Kongtrul Rinpoche, Bokar Rinpoche, Tenga Rinpoche, die sind alle in diesen kleinen Laden, 110 Quadratmeter in der Albertstraße, sind die ganzen Lehrer dahin gekommen. Und dann in anderen Städten auch, in ganz kleinen Wohnungen. Und jetzt haben wir nicht so viele Lehrer, aber die technischen Möglichkeiten sind so, dass wenn so ein Buch dann meinetwegen es als PDF irgendwo im Internet gibt, dann kannst du stückweise immer Absatz für Absatz, kannst du dir das ins Deutsche übersetzen. So, und da ist natürlich, gebe ich zu, ist Dippel tatsächlich sehr, um einiges besser als Google-Übersetzung. Aber egal, ne? Wir kriegen die Essenz, kriegen wir dann eben auch durch solche Texte mit. Er sagt, es war zwar umständlich, alles da reinzugeben und so, aber es hat bei ihm dann... Ach, er hat es reingetippt? Ja, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, jedenfalls vielleicht reinkopiert oder so, und dann dachte ich, ist ihm die Übersetzung da richtig vorgelesen worden. Ja, das ist natürlich praktisch. Zwei Fliegen mit einer Klappe, erstmal auf Deutsch und dann muss er es nicht noch selber lesen. Ja. Er ist ja mehr so ein akustischer Mensch. Und solche Möglichkeiten haben wir. Und die Frage ist, ne, berührt es unser Verhalten? Werden wir davon gewandelt? Oder werden wir, wie Brigitte sagte, ne, sie hat das erwähnt, was in den 80er Jahren oft gesagt wird. Ne? Normalerweise, wenn du so einen Lederbeutel hast, so wie die das in Tibet haben, so große Ledersäcke, und da wird die Butter von dem Trey, also weibliche Pendant zum Yak, der Yak ist männlich und Trey ist weiblich, da wird dann die Butter drin transportiert. Ne? Und dann wird dieser Ledersack wird ganz weich und geschmeidig. Naja, aber irgendwann wird das Leder brüchig. Dann kann dieses Leder die Butter nicht mehr halten, weil dieses Fett macht das Leder nachher wieder hart und brüchig. Vorher ist es hart und fest und ist nicht brüchig, dann kommt die Butter rein, ist ganz lange drin und dann bricht das Leder. Und ähnlich ist es bei uns, wir sind rigide und hart, sind konfrontiert mit der Lehre des Buddhas. Und wenn wir das dann nicht irgendwann anfangen umzusetzen, dann wird das Behältnis buddhistische Lehre in unserem Geist wird brüchig. Es passt nicht mehr zusammen, weil die Zwischenräume, die drin sind, die füllen wir auf mit dem Dreck unserer Konzepte. Und dann werden wir keine Erfahrung machen. Aber was meint ihr, was ist das Wichtige, was entstehen muss, wenn wir irgendetwas mit der Lehre machen? Mit Gefühl. Auf jeden Fall nicht wissen. Nicht wissen. Weil ihre Weisheit. Na, ganz einfach. Unser Leiden muss abnehmen. Mitgefühl ist die Methode. Weisheit ist die Methode. Das Ergebnis muss sein, dass das Leiden in unserer Existenz abnimmt. Dass es uns besser geht. Versteht ihr? Nur wenn ihr nicht merkt, innerhalb von ein paar Monaten, dass euer Leiden abnimmt, dann müsst ihr sicher sein, in eurer Dharma-Praxis läuft etwas schief. Das ist so, als wenn du versuchst, ein Jahr lang in irgendeiner Berufsausbildung zu sein und die erklären dir ständig was und du sagst, ja, ja, kapier ich. Und dann sollst du es machen und du kriegst keinen Stuhl, keinen Tisch hin, du kriegst keine Lack angerührt für irgendeinen industriellen Prozess, du kannst keine Schraube, das Gewinde schneiden, du kannst einfach nichts. Und immer hast du gesagt, ja, ja, kann ich, verstehe ich. Durch die Lehre des Buddhas muss euer Leiden abnehmen. Comprende? Kapiert? Kapisch? Unser Leiden muss abnehmen. Und jeder, der mir erzählt, das stimmt nicht, dem kann ich nur entgegenhalten, dass er, sie, es, wer auch immer, die Lehre nicht auf sich anwendet. Der glaubt, wenn du die Worte auswendig kannst, bewirkt das etwas. wie man mir 1983 sagte, wir rezitieren die Mantren und da, wenn wir die Mantren rezitieren, zum Beispiel Om Mani Padme Hum, brauchen wir kein Mitgefühl zu entwickeln, denn das Mantra verwandelt uns zum Mitgefühl. Das heißt so, als wenn du einen Stechbeitel legst du neben das Holz, das steht dann symbolisch für das Rezitieren des Mantras, und denkst, also dieser Stechbeitel wird von alleine an dem Holz eine Bearbeitung oder ein Hobel, ne? Dann packst du den Hobel daneben, neben das Holz, und sagst, ja, Hobel, 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 ja, da wird der nicht, ne? Da passiert nichts. Ne? Und genau so ist es mit den Mantren. Wenn wir ein Mantra sprechen, ne, dann sollten wir auch wirklich uns klar machen, warum rezitiere ich dieses Mantra? Ich muss mir bewusst sein, dass es darum geht, dass ich mitfühlender werde. Und nicht, dass ich dann draußen rauskomme und ein paar Käfer sehe, so ja, ich schicke euch zur nächsten Inkarnation. Das ist nie gelehrt worden, dass wir das Leben anderer Wesen verkürzen sollen, damit sie schneller Befreiung erlangen. Dass wir die Macht hätten, diese Wesen in eine bessere Wiedergeburt zu bringen. Ist das nachvollziehbar? Versteht ihr, worum es geht? Wenn wir Dharma-Praxis machen wollen, wenn das hier wirklich funktionieren soll, dann muss man jede einzelne Übung, die da drin ist, dann muss man die ernst nehmen und auf sich selber anwenden. Ne? Vorhin waren wir... zum Beispiel, genau, ne? Wenn wir falsche Sichtweisen haben, welche leidvolle Sichtweisen haben, zum Beispiel, dass es kein Karma von Ursache und Wirkung gibt. Oder wir im Nihilismus oder im Eternalismus. Genau, ne? Dass wir also in diesen Dingen, ne? Dann in unserem nächsten Leben werden wir einen inferior, haben und wir erfahren die Leiden der niederen Daseinsbereiche. Das heißt, ich muss in meinem Geist es aufhören, zum Beispiel an Wiedergeburt zu glauben, an das Gesetz von Ursache und Wirkung zu glauben. Ich muss prüfen, ob das Gesetz von Ursache und Wirkung, ob gegenseitige Abhängigkeit ist. Wie prüfen wir das? Durch Beobachten. Wo beobachten wir? Wir beobachten unseren eigenen Geist und wir beobachten die Wesen um uns herum. Und vielleicht, ja, ich weiß das ja, ich sage das jetzt mal polemisch, ne? Vielleicht habt ihr mal gehört, dass so gesagt wird, in der Leerheit, alles ist Leerheit, Form ist Leere, Leere ist Form. Form ist nicht verschieden von Leerheit und Leerheit ist nicht verschieden von Form. So, das heißt also, wenn du das Ding eben aufdröselst, sind alle Wesen und Erscheinungen eins. Wenn du also komplett alles auflöst, sind alle Wesen eins. So, dann weißt du logischerweise, du kannst, dieser Zustand beschreibt die Nicht-Dualität aller Erscheinungen. So. Wenn es die Nicht-Dualität aller Erscheinungen ist, wie kann ich meinen Geist am effektivsten in diese Richtung der Nicht-Dualität trainieren? Was brauche ich dafür? Was meint ihr? Was brauchen wir dazu, den Geist in der Nicht-Dualität überhaupt trainieren zu können? Entsagung. Eine Möglichkeit. Noch jemand eine Idee? Das ist ganz schön, wenn ich sehen kann, wenn ich hören kann. Mhm. Noch eine Idee? Geistesruhe. Mitgefühl. Das heißt, wenn ich sage, Dorothee, du bist doof. Na, wenn ich jetzt sage, du bist doof. Na, ich mag dich nicht. Na, dann hört dein Inneres, ich bin doof. Nee, nee, der jetzt versucht zu verstehen. Dorothee ist ich. Und ich bin Dorothee. Wenn die Dualität aufgelöst ist, gibt es keine Dorothee, es gibt keinen Horst. Wenn ich also in der Dualität bleibe, ich kann dich nicht leiden, Aber ich kann Jobs besonders gut leiden, den kenne ich länger. Den kenne ich seit 91. Jetzt kann ich den besonders gut leiden, weil ich den so lange kenne. So. Dann ist es, da hafte ich an, auch das ist Dualität. Versteht ihr? Das heißt, dass ich den einen vorziehe und den anderen zurückweise. Das ist das Gegenteil von Mitgefühl. Die Voraussetzung, um überhaupt nicht Dualität erfahren zu können, bedeutet, wir müssen die ganze Zeit unseren Geist zunächst einmal, das Allerwichtigste ist, relatives Bodhicitta zu trainieren. Dass unser Geist aufhört, immer andere zu verurteilen. Und erst danach kommt das absolute Bodhicitta, was nichts anderes ist als Leerheit und Klarheit. Als das, was in diesen Versen, Form ist Lehre, Lehre ist Form, Form ist nicht verschieden von Lehre und Lehre ist nicht verschieden von Form. Die Grundvoraussetzung ist Mitgefühl. Wenn für die geistige Befreiung Mitgefühl nicht notwendig wäre, hätte der Buddha niemals Mitgefühl gelehrt. Und es geht im Buddhismus nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht nur darum, dass wir ein heilvolles Wesen sind, was uns selbst und anderen keinen Schaden zufügt, weil wir ja nicht leiden wollen. Der Pfad ist, frei von den Ursachen des Leidens zu werden. Dass wir das lernen. Und deswegen brauchen wir Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet auch die Leute, die wir gerade mal nicht leiden können. Ich kann doch die leiden. Ich kann nicht auch leiden. Wenn man jetzt sagt, ja, man kann jemanden nicht leiden, dass gerade diese Person wir üben sollten, Mitgefühl zu haben. Weil wir dann, wir bauen uns ja Feindschaften auf, wenn wir kein Mitgefühl haben. Der eine ist uns nah, Job sind nicht 31 Jahre, wie viele Jahre, doch 31 Jahre kenne ich den Job schon, ne? Und habe erlebt, wie ein junger Mann da war, ne? Und wie viele, er hat wirklich extrem viel Anstrengungen auf sich genommen und dass er jetzt hier ist und dass er so eine große Stütze geworden ist. Viele Leute sind gekommen und gegangen, viele Leute haben so eine Klappe gehabt. Und interessanterweise, Jobs hat sich auch so etwas immer herausgehalten und das ist für uns alle ein großer Segen. Und ja, ne, Jobs kenne ich länger, aber mein Mitgefühl unterscheidet sich nicht von meinem Mitgefühl zu Jobst, zu Dorothee, zu Heiko oder Konstanze oder wer noch immer dazu hört. Ne, wer das jetzt sieht und hört, für mich ist das ganz wichtig, ich muss mit jedem fühlenden Wesen Mitgefühl haben. Mit Joe Biden, mit Putin, Angela Merkel, mit Adolf Hitler, mit Stalin, mit Idi Amin, Mao Zedong, mit allen so ganz bösen Buben. Und dann auch mit Leuten wie Albert Schweitzer oder die Mutter Teresa oder sonstige Leute, die eben immer hilfsbereit waren. Ne? Rosa Luxemburg, ne? Die sich sehr bemüht hat. Sie wollte den Menschen helfen. Ne? Karl Marx, Lenin. Ne? Selbst Mitgefühl zu haben mit Leuten wie Rockefeller, wie die Leute, die die Milliarden haben, die alles sich kaufen können, die die ganze Welt zerstören können, weil sie so viel Macht haben. Mitgefühl zu haben mit den Zecken, Mitgefühl zu haben mit der Stechmücke, mit jedem fühlenden Wesen, das immer und immer zu üben. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich mache das nicht, um ein netter Kerl zu sein. Ich mache das nicht, um ein guter Mensch zu sein. Der einzige Grund, warum ich in dieser Institution bin, ich möchte das Leiden komplett aus meinem Daseinsexistenz auflösen. In den Zustand zu kommen, dass ich nie wieder irgendeinem Wesen Leid zufüge. Und was auch immer ich tue, dass es immer heilvoll für die Wesen ist. Und warum? Weil ich nicht leiden will. Versteht ihr? Das ist so ein bisschen, manche Leute reden so pathetisch, ja, wir legen das Bodhisattva-Gelübde ab und dann ist so eine Euphorie da. Ja, wir sind die besseren Menschen, die es auf dem Planeten hier gibt. Die Götter und Menschen verehren uns, weil so, nein. Prinz Siddhartha hat den Palast nicht verlassen, um ein Buddha zu werden. Und hat ihn auch nicht verlassen, um ein Bodhisattva zu werden. Sondern er hat es nur verlassen, weil er die Leiden von Alter, Krankheit und Tod ergründen wollte, wie kann man die Leiden davon überwinden. Und wenn man das wirklich macht in seinem Herzen, diese Haltung hat, und wir brauchen die Haltung von Prinzidata und nicht die Haltung eines voll erwachten Buddhas. Wir brauchen den Zustand, dass wir den respektieren und anerkennen, dass wir nicht leiden wollten. Und der Prinzidata wollte das für sich und seine Lieben nicht. Ne? Ich gehe davon aus, dass Jobs will kein Leiden für seine Frau und seine beiden Kinder. Und auch für seine Mutter nicht. Dann ist das das normale parteiische Mitgefühl, das wir haben. Und das andere Mitgefühl entsteht, je tiefer wir einsteigen, sehen wir, sobald wir kein Mitgefühl haben, entwickeln wir Leiden in unserem eigenen Geistesstrom. Versteht ihr das? Macht euch das bewusst. Dann fällt es euch leicht, mit den schlimmsten Situationen, wo ihr Leute seht, wo andere sagen, wo ihr dann gelassen bleibt, ihr seht in dem anderen, was ihr in früheren Leben selber getan habt. Und dann kann man sagen, ja wieso? Ne? Seid logisch. Es lässt sich ganz einfach überprüfen. Gibt es Wiedergeburt? Dann haben wir unendlich viele Geburten schon hinter uns und wir wissen doch, dass wir in unserem Geistesstrom oft genug irgendjemanden nicht etwas Nettes gewünscht haben, wo wir richtig sauer waren und gesagt hatten, dem soll mal irgendwas passieren. Das ist bestimmt jedem von uns schon mal rausgerutscht. Und deswegen brauchen wir den Mut zum Mitgefühl, weil es die einzige Pforte ist, dass wir das Leiden überwinden können. Aber wir können das Leiden erst überwinden, wenn wir durch die Pforte des Leidens gegangen sind. Das heißt, dass wir wirklich untersucht haben, dass Leiden existiert und dass jede nur denkbare Leiden, was wir jetzt wahrnehmen können, durch Rundfunk, Fernsehen und so weiter, die ganzen Medien, können wir die schlimmsten Leiden der Tiere und der Menschen ja quasi richtig in Videos sehen. Nicht nur theoretisch gemalt, wie wir das so früher war, sondern wir können uns dem richtig konfrontieren, wo Dokumentationen da sind, wo die Menschen gefoltert werden, wo sie in stärksten Leiden gefangen sind. Und uns klar machen, all diese Leidensformen können alle auf unsere Existenz fallen und zu glauben, naja, das wird uns nie passieren. Das ist dann überheblich und arrogant. Zu glauben, dass wir solche leidvollen Handlungen im früheren Leben nicht gemacht haben, ist auch ganz extrem arrogant. Wir sind jetzt in einer glücklichen Situation, weil wir viele Leben hintereinander so viel Verdienst angesammelt haben, dass es zur Menschengeburt gereicht hat. Dann haben wir nochmal mehr Verdienst angesammelt, dass wir überhaupt mit dem Vajrayana zusammenkommen. Und dass wir dann solche kostbare Literatur in die Hand bekommen, ist noch seltener. Es ist noch viel seltener. Der Lehre des Buddha zu begegnen ist eins. Aber so weit an Situationen ranzukommen, die es uns ermöglichen, wirklich komplett, dass wir wissen, wir werden in zukünftigen Leben nicht mehr in niederen Daseinsbereichen wiedergeboren. Und diese Möglichkeit gibt es. Und es ist nicht ein dickes, fettes Ding. Denn wenn wir so nah dran sind, du hast alle Werkzeuge und alle Beschreibungen, wie irgendetwas geht, dann kriegt man ja sogar einen Ikea-Schrank zusammengebaut. Versteht ihr? Versteht ihr den Sprung nicht, ne? Wieso? Ist das nicht schwierig, Ikea-Schrank? Siehst du? Das wollte ich hören. Es ist nicht schwierig, einen Ikea-Schrank zusammenzubauen, selbst wenn der 30, 40 Bretter und dann nochmal 40 Schrauben hat und dieses und jenes. Ja, wir können es. Die Beschreibung ist da. Und es ist nur abhängig, ob wir leiden wollen oder nicht. Deswegen fragt euch, ihr nehmt Zuflucht, fragt euch wirklich, ob ihr wirklich frei von Leiden werden wollt. Dann ist es eine Zuflucht. Wenn ihr sagt, naja, ich glaube nicht, dass mir das mal passiert, dass ich hier an einen Baum gebunden werde mit den Pfoten nach oben, Gesicht nach unten und dass dann so ein Gasbrenner mir alle Haare runterbrennt und ich mich nicht wehren kann. Oder so lange geschlagen werde, bis meine Knochen grün und blau sind, damit ich viel Adrenalin ausstoße und dann werde ich gekocht oder gebraten oder sonst was. oder was es eben auch in China gibt, ne? Da haben sie dann lebend einen Hund, wird in heißes Wasser rein, also in den Topf, und dann wird Feuer drunter gemacht und langsam wird das Feuer immer heißer und dann stirbt derjenige und das ist dann durchzogen von Sachen, die das angeblich das Fleisch besonders lecker machen. Also wir Menschen können schon ziemlich brutal sein. Aber wir können auch die Rolle wechseln, dass wir das nächste Mal im Topf drin sitzen. Und uns wird das nicht gefallen. Ja? So, ich habe jetzt genug gemeckert. Für heute Nachmittag. Versucht zu verstehen, worum es mir geht. Es macht keinen Sinn, wenn wir hier vorgeben, wir gehen den Pfad des Buddhas und wir gehen ihn nicht wirklich. Dann sind wir hoffnungslos verloren. Dann sind all die Dörfler, die hier drumherum sind, die den Karma paar Mal im Vorbeigehen erlebt haben, sind auf dem schnelleren Weg der Befreiung als wir, die wir mitten in diesem Nest sitzen. Missbraucht den Weg der geistigen Befreiung nicht. Wendet ihn auf euch an. Lasst euch nie von Westlern erzählen, das funktioniert nicht. Das ist Blödsinn. Denn dann hätte nie irgendjemand lernen können, Auto zusammenzuschrauben, als Tischler, als Physiotherapeutin, Krankenschwester, Ärztin, Informatiker oder sonst was zu leben. Nichts davon würde dann funktionieren. Es ist einfach nur die Erklärung unseres Seins. Und es hängt nur von unserem Bemühen ab, nicht von unserer Anstrengung, sondern unser Bemühen, den Mut zu haben, uns dem zuzuwenden oder von Mühen auszusprechen, dass es natürlich eine Mühe ist, auch ein bisschen einen Splitter außer Haus zu ziehen oder zu sagen, ich gehe jetzt hier weg, weil ich bedroht werde. Denn es heißt Zuflucht nehmen. Zuflucht heißt, wir flüchten vor einer Gefahr. Und ich hoffe, dass wir morgen Vormittag dann doch etwas konkreter, ich versuche es genauer, dass wir uns dann wieder diesem Buch zuwenden. Aber versucht es selbst, bitte, bitte, bitte. Nehmt das ernst. Betrügt euch selbst nicht, denn wenn ihr euch betrügt, betrügt ihr nicht nur euch selbst, ihr betrügt alle fühlenden Wesen, eure Mutter, eure Kinder, eure Geschwister, alle, die mit euch verbunden sind. Betrügen wir, wenn wir singen, hier mögen alle Wesen das Glück und die Ursache des Glücks haben. Und dann ist das gelogen. Wenn wir die für Unermesslichen rezitieren und den Pfad nicht aufnehmen, dann betrügen wir alle fühlenden Wesen. Und die fühlenden Wesen finden das nicht lustig. Und dann stehen wir, das ist auch Karma, wir stehen dann in der Schuld der Wesen. Wir haben immer versprochen, wir machen es und dann machen wir es nicht. Dann sind wir in der Schuld. Macht euch das klar. Das ist kein Spaß. So, habt ihr noch Fragen? Höchstens eine kleine, also ja. Mit dem, das früher habe ich ja mal so gehört, alle, also Menschen, die Muslime sind, alle mal irgendwann meine Mutter gewesen. Ja. Jetzt habe ich hier auch gelesen, alle Wesen waren mal meine Mütter und so weiter. Alle fühlen Wesen. War ich dann, wollen wir sagen, heute habe ich so einen schönen Käfer gesehen, habe ich zu ihm gesagt, du warst mal meine Mutter. War ich dann auch ein Käfer oder sind wir in verschiedenen Ebenen? Das ist ziemlich einfach. Okay. Also in früheren Leben waren der Käfer, Ratte, Laus und Floh, Dinosaurier, Wal und Fisch und Sardine. Wir waren Vogel, Adler, Bakterien. Wir waren irgendwelche Krankheitserreger, wir waren alles. Es gibt nichts, wir waren reich, wir waren arm, wir waren Mörder, haben Völkermord begangen, wir haben betrogen, alles Mögliche. Und wir sind betrogen worden, wir sind gefoltert worden, wir sind ermordet worden, ne, und wir sind hingerichtet worden, ne, Henker und Opfer. Ne. Wir haben alles hinter uns. Wir waren langlebige Götter, wir waren langlebige Wesen in Höllenzuständen gefangen. Ohne Ausnahme. Sich da rauszureden, ja, das war vielleicht bei mir doch nicht so, naja, das ist ganz schön überhebliche Arroganz. Ich nehme für mich in Kauf, Also in Anspruch, nicht in Kauf. In Anspruch, um es mal so zu sagen, jede nur denkbare leidvolle Handlung, die ein Mensch jemals getan hat und jedes Wesen irgendwann mal getan hat, in irgendeiner früheren Leben habe ich das auch getan. Ich spare nicht eine einzige leidvolle Handlung in meiner Vorstellung aus. Deswegen ist dieser dritte Satz in dem 7-teiligen Gebet von so großer Bedeutung. Ich bekenne und bereue alle leidvollen Handlungen, die ich unter dem Eindruck meiner störenden Gefühle von Begierde, Abneigung und Unwissenheit begangen habe. Ich bereue sie wirklich. Wenn ich dann so denke, ich hätte bestimmte Dinge nicht, dann habe ich da immer Freiraum, wo ich die Folgen von früheren leidvollen Handlungen mit der vollen Wucht abkriege. Aber stellt euch vor, ne, ich bin ganz gemein zu euch und dann sage ich, Mensch, tut mir leid, ich habe einen schlechten Tag gehabt und es war nicht so gemeint. Ne? Also vorhin auch Dorothee, war nicht so gemeint und ich entschuldige mich dann. Und ihr merkt, dass diese Entschuldigung aufrichtig ist, dann wird die Reaktion von euch weniger leidvoll sein. Das ist doch das Schöne, dass wir das doch uns selbst überprüfen können. Das ist doch kein Kunststück. Dazu braucht man nicht einen IQ von, ich weiß nicht was, auch immer. Man muss nicht ewig irgendwo an der Uni abgehangen haben oder richtig gesessen haben und richtig studiert haben und so weiter. Ne? Und dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen. Ne? Wir waren alles. Der Käfer, der da rumliegt, in irgendeinem früheren Leben, war der vielleicht mal ein Dinosaurier und vielleicht war er auch ein Henker und du warst mit dem Henker verheiratet oder warst in der Familie eines Henkers, bist du geboren worden. Was auch immer, alle Kreuz- und Querverbindungen, die möglich sind, haben wir geschafft. Einzig eine Sache haben wir nie geschafft. Es gibt nur eine einzige Sache, die wir nie hingekriegt haben. Geistige Befreiung. Alles andere. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? Alles nur Denkbare haben wir irgendwann hingekriegt. Nur eine einfache Sache haben wir nicht hingekriegt. Geistige Befreiung. Wir haben immer an das Wohlgefallen des schön arrangierten Samsara gedacht, ne? Die heute diese wunderschöne Schokopudding und Zimt und Zucker drauf und Sahne. Ach, kann Samsara schön sein. Diese Szene hätte ich gerne gefilmt, das war richtig, richtig schön. Und das zu verstehen, wir haften an Samsara. Es geht nicht darum, dass wir keinen Schokoladenpudding mit Zucker und Sahne, sondern dass wir entsagen. Das heißt, wenn wir es nicht haben, dass wir nicht leiden. Wenn wir jetzt da sind und ein gutes Essen haben, ist es in Ordnung, etwas Gutes zu essen. Entsagung bedeutet nicht, dass man das ganze gute Essen wegwirft und nur noch verdorbenes Essen isst. Ja. Ja. Was ist so, also es gibt jetzt in meinem jetzigen Leben, habe ich etwas getan, wo ich mich auch immer noch ganz scheußlich fühle, wenn ich dran denke. Ich bereue es ja total, habe ich ja in der Situation oder kurz darauf auch total. Und nee, was habe ich gemacht oder so, das ist immer noch, und es ist so, wenn ich dann denke, oh nee, konnte ich nur, wie bekloppt, wie doof oder das so. Ja, es ist ziemlich einfach, du musst dir mal überlegen, ne? Du müsstest dich eigentlich zu Tode grämen bei dem, was du alles in der Vergangenheit gemacht hast. Du hast das gemacht und hast allen anderen Scheiß gemacht. Also was nutzt das Grämen? Sondern die Entscheidung ist, du bereust, was du gemacht hast und sagst dir, das will ich nie wieder tun. Und das ist, wo ich immer sage, habt Humor mit euch, nehmt euch nicht so ernst. Das Ego beschäftigt sich damit, oh, ich war so schlecht, oh, gib's mir mal, guck, oh, ja, ich bin so schlecht. Und wisst ihr übrigens, alle Leute, keiner hier in dem Raum ist so schlecht wie ich, ah ja, ich bin schlecht, das macht das Ego uns. Das bringt gar nichts. Die Vergangenheit ist vorbei. Die spielt keine Rolle mehr. Sie hat Einfluss auf unser Handeln. Wir sind geprägt von der Vergangenheit. Aber die Vergangenheit selbst können wir nicht ändern. Wir können nur unsere Prägung von dieser Sache eben loslassen. Das heißt, ich will so etwas nie wieder tun. Aus und es reicht. Du sagst einfach, nee, ich will das nie wieder tun. Ich schmeiß nicht mehr die Oma die Treppe runter. Ja, ich denke, das ist irgendwie, ich habe das halt irgendwann erkannt, dass ich das war gegenüber meiner Mutter, die ist ja nicht mehr da, dass ich aber die Tendenz, sowas Ähnliches zu tun, dass die anscheinend noch in mir besteht, denke ich mir. Dass das so deswegen, dass sich das nicht auflöst, oder? Na, das löst sich deswegen nicht auf, weil es eine, ganz im Stillen und Heimlichen ist es so, dass du auf der einen Seite denkst, du hast ja recht, das ist, ne, du hast es ja getan, weil du der Meinung warst, sie hat es nicht anders verdient, sonst hättest du es nicht gemacht. Nee, ich war einfach völlig Banane. Also, da ist, hattest du Drogen genommen? Hast du Drogen genommen? Hast du gesoffen? Ich nicht, aber ich warst nie, du nüchtern? Ich habe es nicht gerechtfertigt. Ja. Ich würde es nie sagen. Ich war einfach bekloppt. Ja. Ja, aber was war die Ursache des Beklopptseins? Das ist das Entscheidende. Und das ist so, dass die Ursache des Beklopptseins ist, wo es immer noch eine stille, heimliche Rechtfertigung für gibt. Ne? Weißt du, wenn es war einfach, es war Überheblichkeit, überhaupt nicht die Situation, einfach völlig, ich habe was völlig falsch eingeschätzt und also, Und dein Geist haftet, der Hauptgrund, warum dein Geist daran haftet, ist, dass dein Geist denkt, ich sage jetzt mal übertrieben, das wäre das Schlimmste, was du jemals gemacht hast. Und dann schämst du dich. Scham ist von Arsch. Scham bringt überhaupt nichts. Bereuen, ja. Aber Scham ist etwas, an dem erfreut sich das Ego. Wir können uns so schön niedrig fühlen. So, ich bin so schlecht. Und das gibt so ein wohliges Gefühl, ich existiere und ich bin wirklich. Das hängt da dran. Naja, aber ich sehe ja die Tendenzen, dass das, was da passiert ist, das Ego dass das, wieder passieren kann. Ja, das ist auch schon wieder passiert. Also nicht in der Form, aber so ähnlich passiert ist. Ja, und warum passiert es? Weil du, wenn es so ähnlich passiert ist, dann bedeutet es doch, dass du latent das Gefühl hast, dass du rechtens war. Was ich habe so ein Beispiel von jemandem symbolisch gesehen. Jemand sagt zu mir, Horst, du hast mir 50 Euro weggenommen. Ich besuche jemanden in der Wohnung und derjenige oder diejenige Person denkt, da liegt ein 50-Euro-Schein, sie geht raus und nach einer Weile liegt dieser 50-Euro-Schein nach der Meinung der Person nicht mehr da. Was ist ihnen wirklich passiert? Sie ist aufgestanden, die Tür aufgemacht, ein Windstoß ist gekommen und der 50-Euro-Schein ist runtergefallen, liegt nicht mehr auf dem Tisch. So, dann sagst du, ich habe die nicht geklaut. Und dann lege ich die 50 Euro, sage ich, das ist vom Wind da runtergefallen. Du hast vorhin die Tür aufgemacht, ist ein Windstoß, ist runtergekommen. Und dann kommt das Entscheidende, was ich wirklich erlebt habe, gerade in Beziehungen. Wirklich in Beziehungen erlebt, von der Essenz her. Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass du die genommen hast und ich bin jetzt sauer auf dich. Ja. Nein, die Logik besteht darin, zu denken, dem anderen zu unterstellen, der könnte wirklich diese 50 Euro gestohlen haben. Und wenn er sie jetzt nicht gestohlen hat, dann hat er sie bestimmt mal vorher gestohlen. Oder hat es vorgehabt. Ja, oder hat es vorgehabt, es zu stehlen. Und das ist ein Gefühl. Und wenn du jetzt sagst, ne, das eine ist ja peinlich mit deiner Mutter, und dann sagst, es ist dir später nochmal passiert. Der einzige Grund kann sein, dass du dich bei dieser Auseinandersetzung im Recht gefühlt hast und latent immer noch fühlst. Das ist der einzige Grund, sonst gibt es keinen Grund. Du hältst fest, ne? Deswegen das Beste, was du machen musst, sobald der Gedanke an die Geschichte mit deiner Mutter auftaucht oder weil du es ja wiederholt hast, hättest du nämlich damals losgelassen, nachdem du es bereut hättest, hättest du es nie wiederholt. Wenn du dich aber drum schämst, dann hast du ein Label drauf, ne? Das heißt dann hier so, ne? Die Scham wäre ein Messingding und dann, das ist böse, und dann klebst du hier drauf böse Messingschale. Ne? Und immer wenn du irgendwo die Messingschale siehst, dann erinnert es dich daran, dass du mal böse warst. Du hältst daran fest, obwohl die Messingschale überhaupt nicht böse ist. Und sicherlich warst du vielleicht frech und es war nicht richtig so zu handeln. Ne? Dann bereut man das und dann muss es abgeschlossen sein. Wenn wir es nicht abschließen, bereuen wir es nicht wirklich, sondern wir geben vor, dass wir es bereuen. Wir schämen uns und trotzdem sagen, ja, ich hatte ja trotzdem einen Grund, meine Mutter war da unmöglich, der Typ oder die Typin, die hat sich daneben benommen und deswegen habe ich es wieder gemacht. Also wir brauchen bereuen. Bereuen macht uns frei. Schämen fesselt uns. Und Schämen ist ein Futter fürs Ego. Da heraus entstehen auf der Welt ganz viele Kulte der Selbstbestrafung. Das heißt, man hält an den Sünden fest, ah, ich bin ein armer Sünder und so, ne? Und nur wenn ich mich bestrafe, dann kann ich das irgendwann vor Gott würdig sein oder was auch immer. Und ein Atheist macht das letztendlich genauso. Er zelebriert die eigene Existenz durch Unterwürfigkeit. Ach ja, ich bin so schlecht und so weiter. Ne? Gut, erstmal. Genau. Ja, morgen früh können wir dann da wieder ansetzen. Ja? Ah ne, wir haben heute. Haben wir heute Abend noch. Oh, ja. Okay, dann kannst du heute Abend nochmal. Ja? Okay. Ich bin ja echt aus dem Tritt raus. Gut. Okay. Dann machen wir heute Abend dann nochmal und versucht das wirklich ernst zu nehmen, worüber wir gesprochen haben. Mögen alle durch diese Verdienste, Allwissenheit erlangen und ihre Feinde, das heißt ihre Fehler, vernichten, um dann frei zu sein vom Meer der Existenzen, das aufgewühlt ist durch die Wellen von Geburt, Altern, Krankheit und Tod. So wie der Held immer Manjushri, der die Dinge kennt, so wie sie sind, und auch wie Samandabhata, werde ich ihrem und dem Vorbild aller Buddhas und Bodhisattvas folgen, studieren, und alle diese Verdienste vollkommen widmen. Mögen alle Wesen durch diese heilvollen Handlungen die Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit vollenden und die aus der Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit entstehenden beiden wahren Körper eines Buddha erlangen. Möge mit dem Segen des Erlangens der drei Körper eines Buddha, dem Segen der unwandelbaren Wahrheit, Dhammata, und dem Segen der vollständigen Zusammenkunft des Sangha, indem ich auf diese Weise widme, meine Wunschgebete in Erfüllung gehen.